Ja, und Dieter hat irgendwann mal uns erzählt, dass er Pirat ist. Und das Witzige war, da wurde ich mal angesprochen von meinen rotarischen Freunden, ob Dieter mal was über die Piraten bei den Rotariern erzählt. Das war eine sehr lustige Veranstaltung. Und also im Gegenzug hat Dieter dann gesagt, so, dann komm doch mal zu uns und erzähl mal, wie wir den Laden so führen, was moderne Führungskultur ist. Und da habe ich gesagt, das mache ich gerne. Und jetzt bin ich zusammen mit euch. Euch, Stichwort, wir haben bei uns im Unternehmen vor 15 Jahren einfach mal gesagt, es ist einfach viel barrierefreier, wenn wir in modernen Unternehmen komplett Duzkultur haben. Das würde ich gerne auch mit euch machen. Ich würde euch also auch gerne duzen und ihr dürft mich auch duzen. Das ist bei modernen IT-Unternehmen nicht ungewöhnlich und ich finde das einfach angenehm. Das war im ersten Moment komisch, dann aber wunderbar. Ich erzähle mal ein bisschen, aus welchem Background ich komme, damit ihr so mal die Konzepte, die ich vertrete und die ich bei uns im Unternehmen anwende, vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt und auch feststellen könnt, dass das, welche Erfahrungen dahinter stecken. Ich selbst habe in Münster, und ich wohne immer noch in Münster, Abitur gemacht, 1978, da waren die meisten von euch noch nicht geboren, und wollte unbedingt etwas mit Informatik machen. Und damals gab es ein Informatikstudium nur in Dortmund und Hamburg und ich habe gesagt, das ist so weit von Münster, ich muss irgendwas Praktisches machen und ich habe damals ein Praktikum an der Finanzinformatik, das ist das Rechenzentrum der Sparkassen, also ein richtig schönes klassisches Unternehmen gemacht. Damals hatte man noch so wie in den Science-Fiction-Filmen, musste man so Bänder montieren, die drehten sich, da machten bunte Lichtchen oder große Druckerketten einlegen und das war noch richtig, richtig händisch und als Höhepunkt meiner Karriere. Ich durfte an der sogenannten Konsole sitzen. Das ist wie auch aus Raumpatrouille, wenn man dann da so sitzt und dann das machen kann. Das war schon eine spaßige Erfahrung und dieses Umgehen mit Systemen, auch wenn es sehr, sehr, sehr händisch war, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, sodass ich gesagt habe, ich bleibe da, ich studiere jetzt erstmal nicht und ich mache auch nicht mal eine richtige Ausbildung, sondern ich bin dann vom Junior-Praktikant zum Senior-Praktikant und so hat man mich dann sukzessive dann bis hin zu einer Führungsposition in der sogenannten Systemprogrammierung, habe ich mich in diesem Unternehmen dann über 10 Jahre aufgehalten und war klassischer Arbeitnehmer, aber IT-Nerd. Ich hatte einen Riesenspaß daran, für die Sparkassen Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten zu konfigurieren. Habe vor mich hingearbeitet und alles, was Führungskultur und Hierarchie anging, habe ich nur am Rande mitbekommen. Da waren die Chefs da oben und die haben irgendwas entschieden, was mich nicht betraf. Und ich habe einfach mein Ding gemacht. Das war schön. Und habe dann nach 10 Jahren gesagt, bevor ich jetzt verbeamtet werde, und die Chance war sehr gut mit allem drum und dran, mache ich nochmal was anderes und bin dann für weitere 5 Jahre in ein Maschinenbauunternehmen gegangen als Abteilungsleiter für Rechenzentrum und Systemtechnik. Was insofern ganz spannend war, dass ich dort nicht nur eine andere Umgebung kennengelernt hatte, sondern auch einen Chef kennengelernt hat, der Misstrauenskultur gelebt hat. Was insofern spannend war, wir hatten unsere Montagsmeetings immer und ich kam dann dorthin und wir waren 5 Abteilungsleiter und ein Bereichsleiter. Wir haben immer einen ordentlichen Anschiss dann am Montag bekommen, weil irgendwas war immer falsch und da war wirklich nicht Thank God it's Monday, sondern da war, ach du Scheiße, schon wieder Monday, wir haben schon wieder unser Regelmeeting. Was dann so eskalierte, als das Unternehmen dann von 3000 Mitarbeitern auf 1500 Mitarbeiter schrumpfen musste, wurden dann die Berater von Boston Consulting geholt und die haben dann eine Gemeinkostenwertanalyse gemacht und haben dann quasi nach dem Gießkannenprinzip dann gesagt, so, ne, jeder Zweite muss gehen, es wurden ein paar Standorte geschlossen und wir mussten alle dann in unsere Abteilung gucken, hatten dann eine Liste mit Sozialplan und allem drum und dran, wem wir schonend aber bestimmt sagen mussten, dass er hier nicht mehr willkommen ist. Das war eine ganz neue Erfahrung, das war eine große Verantwortung und wie ihr euch vorstellen könnt, war das für mich, und da war ich auch noch keine 30 Jahre alt, als Führungskraft eine sehr große Belastung, eine sehr große Herausforderung. So groß, dass ich mal nachgedacht hatte, gibt es denn auch andere Wege? Also wenn ich mich so als kleiner Mensch vorstelle, habe ich, dass ich einfach so mal Boston Consulting in Frage gestellt habe, war das schon Majestätsbeleidigung. Also ich bin zur Geschäftsführerin gegangen von diesem Unternehmen und habe gesagt, ich hab eine bessere Idee. Wir schmeißen nicht die Leute raus, sondern wir schmeißen die Berater raus und versuchen dann aus unserer eigenen Kraft das Unternehmen zu retten. Das müsste doch gehen. Und sie hat mich freundlich angelächelt. Kurz danach bekam ich Anrufe von Personalberatern, die sofort eine Form von Outplacement machen wollten. Also ich war dann unbequem und habe an der Stelle gespürt, dass ich die Idee nicht umsetzen konnte.
Und was habe ich daraus gelernt? Zum einen ist es gut, Berater zu sein. Als Berater hat man einen Status, ein Renommee. Man kann als Berater viel mehr bewegen als Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und ich hatte gelernt, wenn ich mal groß bin und ein eigenes Unternehmen habe, dann will ich es genau anders machen. Dann will ich nicht mit Misstrauenskultur führen, sondern mit Vertrauenskultur führen. Und dann habe ich mich nach 5 Jahren verändert, bin nach Bielefeld in ein Beratungsunternehmen gegangen, habe gesagt, ich bin Münsteraner, ich möchte gerne Münster bleiben. Hatte damals schon eine Familie mit, ich glaube, das 5. Kind war unterwegs, inzwischen habe ich 7 Kinder. Habe gesagt, ich möchte gerne da sein, möchte von da aus ein neues Beratungsfeld aufbauen. Und mein Chef hat damals gesagt, wunderbar, wir machen, Münster ist ganz weit weg von Bielefeld, ganz eigener Wirtschaftsraum, eigene Kultur. Mach das mal in Münster. Und dann habe ich als One-Man-Show angefangen, das zu tun, allerdings mit Festgehalt. Das war familiär, war das ganz, ganz hilfreich, aber ich habe unternehmerisch gearbeitet, als wäre es mein eigener Laden. Und habe dann angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und als ich 15 Mitarbeiter nach 2 Jahren an Bord hatte und wir wunderbare Projekte gemacht hatten, natürlich wieder bei meinem alten Arbeitgeber der Finanzinformatik, bei der WestLB, auch bei Telekom-Unternehmen wie E+, also Konzerne, also was Unternehmen, die tatsächlich alle keine Vertrauenskultur gelebt haben, habe ich dann dort mit meinen 15 Mitarbeitern Projekte gemacht und bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, jetzt möchte ich Unternehmer werden, jetzt möchte ich gerne kein Festgehalt mehr, sondern jetzt möchte ich gerne Anteile von dem Unternehmen haben und nur noch nach Erfolg bezahlt werden. Hat gesagt, wunderbar, machen wir Zellteilung. Wir haben dann ein neues Unternehmen gegründet. Er hat gesagt, das Unternehmen hat einen gewissen Wert. Ich habe gesagt, okay, von diesem Wert kaufe ich 51%, bin zur Bank gegangen, habe das dann gekauft und bin seitdem 51% Mehrheitsgesellschafter und gleichzeitig Geschäftsführer. Dieses Unternehmen, das war Ende 96, Anfang 97. Und Dieter, wann hast du angefangen? 99, also du bist dann bald danach gekommen. Wir sind absolut durchgestartet, nicht nur, weil wir so tolle Leute waren, das waren wir, sondern auch, weil der Markt das hergab. In den 90er Jahren bis 2001 konnte jeder, der einigermaßen Bleistift halten konnte, tatsächlich in Projekte verkauft werden. Das heißt, wir haben viele Leute eingestellt, sind sehr stark gewachsen. Wir sind von 15 bis auf 80 Leute gewachsen, haben internationale Standorte aufgebaut, haben aber natürlich darauf geachtet, dass wir super Leute hatten und dass wir schon von Anfang an das Thema Vertrauenskultur im Unternehmen etabliert hatten. Wir haben regelmäßig Mitarbeiterbefragungen gemacht, immer gefragt, geht's dir gut, was können wir noch für dich tun, wie ist unsere Strategie, wie ist unser Führungsverhalten. Also wir haben tatsächlich sehr stark immer daran gearbeitet, mit Feedbackschleifen dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die zu uns kommen, auch möglichst lange bei uns bleiben. Erstmalig ist das Ganze dann schwierig geworden. Bis dahin waren es euphorische Zeiten, da haben wir wirklich nur über die Höhe der Gewinne geredet. Und wir hatten uns wirklich alle lieb. Das waren so, wo wir alle immer mit breitem Grinsen unterwegs waren. Und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es auch mal anders werden konnte. Mussten wir dann aber im Jahr 2002 erleben, als die Dotcom-Blase geplatzt war, als die Euro-Projekte alle beendet waren und keine Budgets mehr dafür da waren, als die Jahr 2000-Projekte beendet waren und keine Budgets mehr da waren, haben wir festgestellt, verdammt normal, jetzt 80 Mitarbeiter auszulasten, ist ein echtes Problem. Wir hatten vielleicht noch 30 Mitarbeiter, die gut ausgelastet waren und die anderen 50 waren ohne Auftrag oder nur mit zeitweise Auftrag und es gab keine andere Chance, als die Kosten zu reduzieren. Und das war der erste Probelauf für Vertrauenskultur, dass wir gesagt haben, okay, setzen uns alle in einen Raum und Dieter, du kannst dich ja sicherlich auch noch gut daran erinnern, wir haben dann quasi alle 2 Wochen Mitarbeiterversammlung gemacht und haben wirklich mit Open Books gearbeitet. Wir haben gesagt, so, das sind die Kosten, das sind die Erlöse, das ist die Liquiditätsplanung, wir haben da so eine schöne Linie gehabt und die ging dann so von plus 200.000, damals nicht, waren schon Euro, runter bis ins Miese. Wir haben noch ein paar Bankdarlehen natürlich gehabt oder Dispolinien, aber wir haben gesagt, so, wenn es normal läuft, dann sind wir in 6 Wochen pleite. Wenn es schlechter läuft, sind wir in 4 Wochen pleite. Und wenn es ein bisschen besser läuft, sind wir erst in 2 Monaten pleite. Und die Pläne hießen dann optimistisch plus und optimistisch und pessimistisch plus und pessimistisch minus. Also wir hatten dann schöne Pläne, aber wir haben es mit allen Mitarbeitern diskutiert. In einer, sagen wir mal, maximalen Offenheit und haben dann entschieden, tatsächlich, das haben wir dann allerdings im kleineren Kreis gemacht,
Wir haben keine andere Chance, als Mitarbeiter zu entlassen. Von den 80 haben wir 20 Menschen entlassen. Wir haben die 30, die im Auftrag waren, die haben wir naturgemäß, sind wir vor denen auf die Knie gefallen, wir alle, und haben gesagt, so, macht schön weiter und ihr kriegt auch nach wie vor das volle Gehalt und ihr kriegt auch noch eure vollen Prämien. Und die, die in der Mitte waren, die so teilweise ausgelastet waren, für die gab es Kurzarbeit. Auch alles hoch im Konsens, ohne Betriebsrat, sondern es war in einer gemeinsamen Vereinbarung, haben wir das hinbekommen, und ein halbes Jahr später waren wir wieder über dem Berg. Krise war überwunden. Die 20 Menschen, die wir entlassen mussten, betriebsbedingt kündigen mussten, von denen hat kein einziger geklagt. Gab es keine Kündigungsschutzklage. Die haben alle gesagt, ja, wir verstehen das voll und ganz. Wir sind froh, dass wir noch so lange bleiben durften und erst jetzt gehen müssen. Die Kurzarbeiter haben die Zähne zusammengebissen, haben es hinbekommen. Und die Leistungsträger sind natürlich auch da geblieben und sind noch fast alle Leute heute da. Das heißt, wir haben nach wie vor eine sehr geringe Fluktuationsrate. Ja, und danach haben wir das System eigentlich, das war so mal der Härtetest, kann man mit Vertrauenskultur ein Unternehmen auch durch die Krise führen, haben das festgestellt, dass das geht, und haben dann gesagt, okay, und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das alles noch stabiler wird. Wir wollen nie wieder in diese Krise reinkommen. Wir müssen auf der einen Seite das Thema Vertrauenskultur stabilisieren. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Systeme, die uns am Markt auch krisensicherer machen. Und da haben wir angefangen im Jahr 2004 erstmalig mit dem Unternehmen Great Place to Work zusammenzuarbeiten. Und die Great Place to Work Leute haben sich zum Ziel gesetzt, das ist also eine privatwirtschaftliche Unternehmung in den USA gegründet, die haben sich zum Ziel gesetzt, tatsächlich Vertrauenskultur fest zu etablieren. Einerseits dadurch, dass regelmäßige Feedbackschleifen, also Befragungen stattfinden. Andererseits, dass regelmäßige Kulturaudits gemacht werden. Das heißt, dass die ganzen Instrumente, die ein Unternehmen hat, um eine Vertrauenskultur, und nicht nur Vertrauenskultur, sondern eine mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur aufzubauen, da gibt es Hunderte oder Tausende von Instrumenten, die man braucht, dass die alle auf sehr hohem Niveau waren und einem Benchmarking standhalten. Das Ganze geht dann, wie ich eben sagte, ins Benchmarking. Das heißt also, es wird gemessen, wie gut sind die Werkzeuge, die man hat, um Unternehmenskultur zu managen. Nicht nur eine gute Absicht zu haben, sondern sich darum zu kümmern, dass auch alles immer wieder auf der Art und Weise läuft. Und die Befragung, das wird zusammen ausgewertet, verglichen mit anderen Unternehmen, und die besten 100 Unternehmen werden dann als beste Arbeitgeber Deutschlands prämiert. Sind nicht die 100 besten, ehrlich gesagt, sondern es sind natürlich nur von denjenigen, die sich beworben haben. Von 100.000 Unternehmen in Deutschland bewerben sich 500 Unternehmen darum, das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, und von den 500 werden die 100 besten ausgezeichnet. Jetzt kann man aber sagen, die 500, die sich bewerben, sind schon Unternehmen, denen Unternehmenskultur wichtig ist. Also das ist schon, sind schon die Spitzenunternehmen, aber es gibt auch andere gute Unternehmen, die sich nicht bewerben. Dieser Wettbewerb, an dem haben wir 2004 zum ersten Mal teilgenommen, haben im Jahr 2006 den 92. Platz gemacht. Das war okay. Wir dachten, da geht noch mehr. Und haben dann quasi auch in einer großen Offensive, wo alle Mitarbeiter beteiligt waren, gesagt, was muss denn passieren, damit wir nicht, ne, 92. sind, sondern damit wir Erster sind. Und haben uns dann über mehrere Jahre immer weiter gesteigert. Das Patentrezept war immer maximale Offenheit. Open Books, das heißt also mit allen Hinweisen, mit jeder Kritik, mit jedem Verbesserungsvorschlag sehr konsequent umzugehen. Als Unternehmen aber auch alle Zahlen, Daten, Fakten offen und ehrlich, vertrauenswürdig eben darzulegen. Natürlich einen Riesenkatalog an Fürsorgemaßnahmen zu haben. Natürlich brauchten wir, ne, also von Gesundheitsmanagement über kostenlose Essen und Trinken im Büro, gute Büroumgebung, also alles, was man so braucht. Natürlich ein vernünftiges Prämiensystem, dass sich Arbeit auch noch lohnt. Und verschiedene andere Dinge mussten gemacht werden. Aber das Entscheidende ist tatsächlich das Vertrauensverhältnis, was aufgebaut werden musste und was gepflegt werden musste. Und das haben wir dann im Jahr 2010 waren wir zum ersten Mal dann Arbeitgeber Nummer 1. Und das war auch eine schöne Geschichte. Wir haben uns dann angewöhnt, jedes Mal, wenn wir prämiert wurden, vorher eine große Verlosung zu machen. Man wird dann, also es ist wie bei einer Oscarverleihung, man bekommt dann einen Brief. Sie gehören zu den 100 Besten, und wir laden Sie dann zu der Preisverleihung. Ging es nach Berlin ins Adlon. Also war schon ein bisschen fein mit Bundesarbeitsminister. Da habe ich inzwischen eine ganze Reihe, ich glaube 4 Bundesarbeitsminister kennengelernt. Also Müntefering, der Olaf Scholz war mal dabei, die Ursula von der Leyen
und ich glaube, da war noch einer. Die schütteln einem die Hand und sagen, boah, toll gemacht und super. Ist dann ganz nett mal für einen Abend. Und dann steht man da, schlürft seinen Sekt und sagt, ja, das war jetzt mal schön. Wir haben uns den Spaß gemacht, dass wir vor diesen feierlichen Veranstaltungen alle 100 Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir kommen nicht. Und normalerweise war einer der Geschäftsführer und der Personalleiter kamen, waren da immer eingeladen, weil das war elitär. Wir haben gesagt, Quatsch, natürlich Geschäftsführer und Personalleiter geht hin, aber wir wollen alle einladen. Jeder Azubi, jeder Berater, jeder Buchhalter soll sich bewerben und wir konnten nicht schlecht mit 100 Leuten, wir haben so viele Karten noch gar nicht gekriegt, sondern wir gehen da mal mit 15 Menschen hin. Das war schon komisch, wir waren da schon so ein komisches Klüppchen. Und Dieter, du warst ja bestimmt auch mal mit, oder? Dieter, bist du noch da? Ja. Warst du mal mit in Berlin? Nee, in Berlin nicht, ich war mal in Madrid. In Madrid, auch nicht schlecht, ja genau. Das wurde dann auch hinterher auf europäische Ebene gehoben und dann kamen wir mit einer Riesenbande dann dahin. Wir hatten dann, glaube ich, 2-3 Tische gleich und man konnte erkennen, wenn die Tische weit vorne waren, dann war das ein gutes Zeichen, weil dann hat man es nicht so weit zur Preisverlagen, weil die ersten drei wurden dann nach oben gebeten und mussten dann ihrer Mutter danken und all sowas. Das war dann ganz schön und dann wurde immer gesagt, bitte nur einer auf die Bühne. Unsere Leute waren so ähnlich undiszipliniert wie ihr. Hatte ich so eben. Also kreativ würde ich mal sagen. Haben gesagt, egal, wir gehen alle auf die Bühne. Da war die Bühne auf einmal voll mit Azubis und das war hinterher okay. Also hinterher waren wir die Verrückten, die dann eben die Preisverleihung ein bisschen anders gestaltet haben. Aber das war auch wieder ein Zeichen für diesen Teamgeist, ne, dass wir das gemeinsam erlebt haben, auch gemeinsam gefeiert haben. Ja, und wie Dieter eben schon sagte, diese Verleihung war nicht nur in Berlin, sondern es wurden die besten 5 aus Deutschland wurden dann auch zu den Europa-Verleihungen eingeladen. Und da haben wir uns dann mit den Finnen und den Dänen und den, wer war noch weit von den Norweger, die haben auch sehr gute Arbeitsplatzkulturen. Und dann saßen wir dann da in internationalem Kreis und haben uns dann ausgetauscht, wer wohl die beste Unternehmenskultur hat. Und das ist ganz spannend, weil das ein Wettbewerb, das ist schon lustig. Gute Unternehmenskultur heißt hochkooperativ, nicht nur im Unternehmen, sondern auch mit dem ganzen Business-Ökosystem. Und trotzdem ist es so ein klein bisschen Wettbewerb, also ein sehr kooperativer Wettbewerb oder Co-Opetition. Was wir dann hatten. Und dann hatten wir es dann geschafft in Europa, glaube ich, waren wir auch fünfmal vorne mit dabei. Die beste Platzierung, die wir hatten, war Platz 3. Die Finnen und die Norweger haben wir nie geschafft, aber ich glaube, konnten wir dann leben. Also von daher, das Thema Unternehmenskultur war für uns, kann man fast sagen, das Kernmanagementsystem. Ich weiß nicht, wer von euch sich intensiv schon mal mit Managementsystemen auseinandergesetzt hat, wie man Unternehmen führt. Da gibt es ja viele Unternehmenssysteme vom Balance Scorecard und was es alles gibt, wo man Kennzahlen definiert und Prozesse und Strategien und all sowas, damit man erfolgreich ist. Wir haben uns damals schon, und das aus meiner ganz persönlichen Erfahrung hingesetzt, und gesagt, diese ganzen Systeme mögen helfen, aber das wichtigste Managementsystem sind die glücklichen Mitarbeiter. Dass die einfach Spaß an der Arbeit haben, die Strukturen finden sich dann von alleine. Ich muss denen nicht erzählen, wie viel Gewinn sie machen sollen und wie viele Stunden sie fakturieren sollen und wie der und der Prozess aussieht, sondern in erster Linie Voraussetzung 1 ist, ich kultiviere den Spaß an der Arbeit und die anderen Dinge folgen dann. Und so war es dann natürlich auch, dass wir dann die anderen Dinge haben auch folgen lassen, dass wir dann danach ein Managementsystem eingeführt haben, was sehr dicht an dem Spaß an der Arbeit liegt, dass wir schon angefangen haben zu messen, wie gut funktioniert unser Vertrieb und wie gut funktioniert unsere Verwaltung und wie viel Gewinne machen wir. Denn auch ein Unternehmen, was Spaß an der Arbeit hat, kann nicht nur Gewinne machen, sondern sollte auch tunlichst Gewinne machen, damit es sich immer weiterentwickeln kann. Nur die Denke bei diesen Unternehmen ist eher, wie schaffe ich Kunden nutzen, wie schaffe ich Mitarbeiter nutzen, wie schaffe ich einen Wert in der Gemeinschaft, um daraus mit dem Selbstvertrauen, wenn ich das schaffe, wenn ich nützlich bin für mein Umfeld, dann werde ich auch Gewinne machen. Das heißt, ich denke erst an den Nutzen und dann an die Gewinne. Muss natürlich permanent schon gucken, dass die Zahlen auch stimmen. Aber ich denke nicht primär daran, wie kann ich Gewinne machen, sondern ich denke primär daran, wie kann ich Nutzen schaffen. Und da ist dann wichtig, das Vertrauen zu den Mitarbeitern zu haben, dass ich als Chef mir das nicht alles überlegen muss, wie ich Nutzen schaffen kann, sondern dass ich das gesamte Potenzial der Mitarbeiter nutze.
Und da gibt es Menschen, die haben einfach Spaß dran, Projekte zu machen, die denken über Kundennutzen gar nicht nach. Das sind IT-Nerds, die gehen hin und arbeiten ihren Streifen. Und andere denken eben strategisch, marktwirtschaftlich und versuchen dann auf die Art und Weise Kundennutzen zu schaffen. Und das haben wir quasi immer gleich gehalten, also diese dezentrale Organisation und auf der anderen Seite eine gewisse Form von Strategie, die den Mitarbeitern Orientierung gibt, das dann einigermaßen im Gleichklang zu halten. Was ich euch jetzt neben vielen anderen Dingen noch vermitteln möchte, wie sehen denn diese Strukturen aus? Das heißt, was muss man denn tun, wenn man entweder in einem Unternehmen als Mitarbeiter oder mittlere Führungskraft arbeitet oder Unternehmer ist oder wenn man Unternehmen berät? Wie schafft man Strukturen, die tatsächlich nicht nur, wo man es nicht nur gut meint mit den Mitarbeitern? Also das ist einfach. Man kommt hin und sagt so, wie ich gesagt habe, ich habe das Prinzip, dass ich an das Gute im Menschen glaube. Ich bin freundlich zu den Menschen, ich bin offen. Dann ist das natürlich bei weitem nicht ausreichend. Denn ich muss ein System haben, das die Mitarbeiter in ihrer Leistungsbereitschaft tatsächlich auch fördert. Ne? Also nur nett sein reicht nicht. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich mit dem Beamer? Bitte? Ich hab noch ein paar Bilder dazu. Ich kann auch noch so, mir fällt das. Aber den. Müssen wir das Sofa da weg und. Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen. Ich weiß, ich hab gar. Die Leinwand da oben lassen oder? Ja. Wie lässt man die runter? Ah, super. Dieter, oder sollen wir uns aufs Sofa setzen und dann mal eine kleine Diskussion machen? Ich kann ja auch kurz zur Seite. Ich stelle mich auch mal kurz zur Seite. Ja. Das Sofa stört, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Ja, guck mal hier, es kommt ja. Dann stellen die quer. So, kommunales Vernetzungstreffen. Great place to work. Ja. Ah, super. Ah. Danke. Hast du noch ein ganz klein bisschen? Dass man hier nicht runterfällt. Die Kabel. Ich muss noch ein Stück zu dir. Nee, ich kann nicht mehr. Ja, nur ganz kurz. Aber so ist doch alles super. Jetzt. Ich will nur verhindern, dass das Ding hier runterfällt. Ja. So, da war ich noch so ein bisschen über Connecting the Dots, das heißt, was hat mich in meinem Leben so bewegt und warum habe ich die Dinge so gemacht? Da gab es natürlich noch ein paar andere Einflussfaktoren. Also Kern war natürlich im Jahr 2002 nach der Krise, dass wir uns überlegt haben, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nur unsere gute Unternehmenskultur konservieren und weiterentwickeln, sondern wie schaffen wir es wirklich am Markt auch attraktiv zu bleiben. Wichtiger Einflussfaktor war bei mir das Zukunftsinstitut von Matthias Hawks, die sind auch so 95 gegründet worden. Die beschäftigen sich damit, welche Megatrends gibt es auf der Welt. Das heißt, was treibt die Menschen? Was sind die Bedürfnisse der Menschen, der Konsumenten, der Mitarbeiter, der Unternehmen in den nächsten 30 Jahren? Mit dem Thema habe ich mich sehr stark beschäftigt, weil wir überlegt haben, zum einen dezentrale Energie, unsere Mitarbeiter wissen schon, was der Kunde braucht, aber ich wollte auch eine Unternehmensstrategie haben, die sich sehr stark an den Megatrends orientiert. Und da gehe ich gleich nochmal kurz drauf. Das war für mich ein wichtiger Einflussfaktor. Was ich dann auch noch festgestellt habe, und das war eigentlich eher einer Vertriebsaktion geschuldet, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Schulen ans Netz beschäftigt habe oder Schule ans Netz. Das war auch so im Jahr 2002, 2003. Dass ich sage, so, ich möchte möglichst viele IT-Vorstände, CIOs kennenlernen bei uns in Münster,
ich brauche mal ein Thema. Und da habe ich gesagt, komm, das Thema IT an Schule ist ein wichtiges Thema. Ich spreche die alle mal an. Und das Schöne war, die haben mir alle in die Türen aufgemacht und wir haben dann die ersten großen CSR-Projekte gemacht, also Corporate Social Responsibility, dass wir uns im Kreis von IT-Vorständen und Unternehmern Netzwerke gegründet haben, um das Thema IT und Schule voranzutreiben. Das war mein erstes Projekt und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich danach in viele Verbände gegangen bin, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, mich in der IHK engagiert habe und überall Sozialprojekte aller Art mit vorangetrieben habe. Eins der auffälligsten Projekte, was eigentlich im Kern gar nichts weder mit IT noch mit Arbeitnehmerschaft zu tun hat, war das Thema, wir bauen einen neuen Elefantenpark im Münsters Zoo. Was hat das mit unserem Business zu tun? Relativ wenig, aber ich war auch eng befreundet mit dem Zoodirektor in Münster und darüber kam das Thema Artenschutz und über das Thema Artenschutz. Und er rief mich irgendwann mal an, als wir das zweite Mal den ersten Platz gewonnen haben. Mensch, ihr steht doch für artgerechte Haltung von Mitarbeitern. Ich stehe für artgerechte Haltung von Elefanten. Lass uns doch mal gemeinsam ein Projekt machen. So, und man sieht da schon, kann man eine Menge Fantasie dann und spielen lassen. Und dann haben wir tatsächlich eine Riesenaktion, ich glaube 1 Million Euro zusammengetrommelt, damit die Elefanten in Münster jetzt baden können. Ne? Also das war sind dann auch so ein schönes Projekt. Und das Schöne daran ist an diesen Projekten, dass das auch immer etwas ist, wo sich die Mitarbeiter mit hinter versammeln können. Da machen nicht alle Mitarbeiter mit, aber wir haben so einen CSR-Topf, wo wir einfach sagen, jeder Mitarbeiter, der Lust an einem Sozialprojekt hat, soll es auf die Tagesordnung bringen. Wir unterstützen das nach Kräften und dann haben wir kleine Projekte von Förderung des Sportvereins oder ein schönes Projekt war auch, wo jemand sagt, meine Freundin hat ein Pony, dieses ist dafür da, dass behinderte Kinder gefördert werden mit Reittraining und das ist sehr wichtig. Das Pony ist krank, ich brauche mal Geld, damit das Pony wieder gesund gemacht wird. Okay, ne? Spannendes Projekt unterstützen wir. Also es sind sehr viele, oder du mit deinem Radrennen zum Beispiel, ne? Genau. Du warst jetzt bei dem letzten Meeting, warst du ja nicht dabei. Ja. Was wir besprochen haben werden, was wir jetzt durchführen, ist ein Payroll-Cut. Das heißt, wir werden den Mitarbeitern anbieten, die letzte Stelle, oder die letzten zwei oder die letzten drei Stellen des Gehaltskontos glatt zu machen und dass dann alle Mitarbeiter in einen Topf für genau solche Projekte mit reinstellen. Ja. Also tatsächlich, also diese Lust, das ist übrigens auch typisch für Unternehmen, die sehr mitarbeiterfreundlich denken, dass da ist eine unglaubliche Energie und unglaubliche Lust bei fast allen Mitarbeitern, sich sozial zu engagieren. Und wir haben jetzt zum Flüchtlingsthema, um da nochmal die Brücke zu schalten, unser Personalverantwortlicher hat vor 2-3 Monaten gesagt, Achtung, wir sollten auch mal unsere gesamten unterschiedlichen Dinge von Elefantenpark bis IT an Schulen alles mal versuchen zu bündeln und mal ein gesamtes Projekt Noventum bekennt Farbe, so haben wir das genannt, mal zusammenzutrommeln. Da sind letzten Freitag 40 Menschen haben sich dann versammelt und wir haben dann versucht, alles auf einen Topf zu legen und versuchen das jetzt gerade zu strukturieren, dass wir da auch vermutlich aber einen Blumenstrauß an Lösungen anbieten, weil wir diese Dezentralisierung passt eher zu uns, als wenn wir einen großen Topf aufmachen, sondern wir werden viele kleine Töpfe haben, viele kleine Projekte, die immer mit einem Menschen verbunden sind. Das heißt, wir geben nicht einmal im Jahr 100.000 Euro am Brot an die Welt, kann man ja vielleicht auch machen, ist vielleicht auch vernünftig, sondern wir haben viele kleine Projekte, wo immer ein Mensch dahinter steht, der mit Herzblut das Projekt vorantreibt. So ist unsere Philosophie und das funktioniert soweit auch ganz gut. Also ich wollte, was hat mich noch bewegt? CSR habe ich gesagt, Zukunftsforschung hat mich bewegt, Great Place to Work hat mich bewegt. Ja, und was mich auch bewegt, ist das Thema Internationalisierung, dass ich als Unternehmen sage, ich möchte gerne ein weltoffenes Unternehmen sein. Wir sind jetzt in 110 Mitarbeiter, kleiner Laden, könnte man sagen, Münsterländer Beratung für Münsterländer Firmen. Aber ich glaube, es tut uns allen sehr gut, wenn wir uns auf der Welt ein bisschen auskennen, wenn wir uns auch in anderen Ländern bewegen, auch die anderen Kulturen live kennenlernen. Und da habe ich mich von einem Mitarbeiter mal überzeugen lassen, das ist auch schon vor mehr als 10 Jahren, in Istanbul auch eine Niederlassung aufzubauen. Hat uns eine Menge Geld gekostet. Wir haben uns aber bemüht, tatsächlich auch unsere Mitarbeiter ins Ausland zu schicken, in die Projekte, um da so diese interkulturelle Erfahrung zu machen. Und Dieter war auch einer der Mitarbeiter, der in den Genuss gekommen ist, bei Vodafone in der Türkei zu arbeiten. Ist eine spannende Lebenserfahrung. Baut Vorurteile ab, schafft Kooperationsmöglichkeiten, aber man lernt dann auch die Grenzen kennen. Wo funktioniert Kooperation noch? Wo gibt es kulturelle
Unterschiede oder Potenziale von Missverständnissen. Und es ist extrem, extrem spannend. Also insofern stellen wir uns als buntes Unternehmen dar, was auf der einen Seite sehr stark von den dezentralen Energien lebt und diese kultiviert, auf der anderen Seite aber auch immer versucht, wie im Sinne eines Schwarms, das Unternehmen so zu organisieren, dass dort eine Richtung herrscht. Dass nicht alles zerfasert und jeder rennt in eine beliebige Richtung und man kann es nicht mehr steuern, sondern eine gewisse Form von Steuerung hinzubekommen, um damit auch eine Wirkung zu erzeugen. Und da setzen wir, und das bin ich gleich, wenn ich hier durch bin, fahre ich nach Kopenhagen, damit wir wieder mit unserem Führungsteam zusammensitzen. Immer wieder versuchen, ne, bottom-up die dezentralen Energien so zu bündeln, dass da eine Wirkung ist, wo jeder sagt, ja, da leiste ich einen Beitrag. Das ist etwas, wo ich dann ein Teil eines größeren Sinns bin. So, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was von den Strukturen erzählen. Also was will ich heute noch erzählen? Ich erwähnte eben kurz die Megatrends, dass mich das sehr bewegt. Ich werde das nochmal ganz kurz gleich deutlich machen, damit klar ist, hinter welchem, auf welcher Szene, auf welcher Bühne spielt das Ganze. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was aus meiner kleinen Welt entstanden ist, aus meinen ganz persönlichen Erfahrungen, sondern meine persönlichen Erfahrungen habe ich hinterher abgeglichen mit den Megatrends der Zukunftsforscher. Was verändert die Welt? Um zu verstehen, ja, wo passieren denn wirklich Dinge, in die ich hineinarbeiten kann. Wie organisiere ich Vertrauenskultur? Ich habe ein paar Beispiele genannt, das würde ich aber nochmal durchdeklinieren. Ich habe einen Exkurs, warum sich Kooperation lohnt. Ein spannendes Thema, was ich auch seit einigen Monaten sehr intensiv verfolge. Kooperationskultur. Und die Frage, wie sehen denn eigentlich moderne Organisationen aus? Haben die noch ein Organigramm? Ist die Pyramide noch die Organisationsform, die wir brauchen? Oben ist einer oder einige wenige, darunter ist der nächste Ebene, das baut sich so schön nach Pyramide auf. Und oben, der oben denkt und der unten macht, ist das noch die Organisationsform, die wir brauchen? Oder gibt es Alternativmodelle? Und dann haben wir wahrscheinlich auch schon 12 Uhr. Zu den Megatrends. Das sind nicht die Megatrends, sondern das ist der NRW-Regionalverkehrsplan 2015. Warum lege ich den so auf? Weil das Zukunftsinstitut hat etwas Ähnliches gebaut und pflegt die Megatrend-Map. Inzwischen gibt es eine 3.0. Und in dieser Megatrend-Map hat das Zukunftsinstitut, und das ist in Deutschland das führende Institut. Es gibt auch andere Institute, es gibt Institute, die haben 20 Megatrends, es gibt auch weltweite Institute. Aber in der Regel, wenn man über Megatrends redet, werden so 10 bis 20 ganz wichtige Veränderungen genannt. Weltweit sind sich die meisten Zukunftsforscher sehr, sehr einig. Was ist ein Megatrend? Etwas, was langfristig wirkt. Das heißt, ein Megatrend ist keine Modeerscheinung, wo man sagt, dieses Jahr ist das besonders hip, sondern ein Megatrend ist etwas, wo man davon ausgehen kann, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren wichtiger wird. Also wenn man das macht, dann hat man zumindest Rückenwind. Andere machen das dann auch. Aber das ist etwas, was an Bedeutung deutlich gewinnt. Ein Megatrend ist etwas, was mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eintrifft. Das sind auch keine Glaskugelleser, aber die sagen, es gibt so viele Indizien, dass das wirklich von Bedeutung ist, dass die Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich extrem hoch ist und zurückgerechnet. Megatrends hat man auch schon vor 20, 30 Jahren analysiert. Da gab es einen Amerikaner, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Der hat auch 10 Megatrends gehabt, von denen sind 9 heute. John Nesbitt, danke, richtig. Wenn man sich das heute anguckt, kann man sagen, ja, vor 20, 30 Jahren, was der sich an Megatrends, was der publiziert hat, kann man schon sagen, 9 von 10 Trends sind tatsächlich auch eingetreten. Also ich persönlich habe mich entschieden, dass ich die Wahrscheinlichkeit als 100% annehme. Ich weiß das natürlich auch nicht, aber ich habe gesagt, ich glaube das einfach mal. Megatrends haben eine hohe Relevanz für jeden Menschen. Das heißt also sowohl für normale Konsumenten, für Unternehmen, für Lehrer. Also Megatrends gelten für jeden und Megatrends gelten weltweit. Das sind die 4 Kriterien, wenn das Zukunftsinstitut von einem Megatrend spricht. Und das sind die 11 aktuellen. Und wenn ich sage aktuellen, dann sind die ziemlich stabil. Wenn die nämlich 20, 30 Jahre halten, dann ändern die sich nicht jedes Jahr. Konnektivität, da bin ich glaube ich auch hier richtig. Das heißt also, dass die Menschen mehr sowohl sozial wie auch technologisch miteinander verbunden sind. Und wenn ihr da seht, dann gibt es da die ganzen einzelnen Haltestellen. Und zu den einzelnen Haltestellen sind dann die gesamten Subtrends. Das sind dann teilweise schicke Worte. Das kann ich fast hier auch kaum lesen.
Von E-Commerce über Internet der Dinge, über E-Health, also alles, was da im weitesten Sinne mit Konnektivität angeht, ist da nochmal weiter beschrieben. Das Thema Firmenshift, die Zukunftsforscher, denen ich Glauben schenke, sagen, die Bedeutung der Frau im Sozialen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft wird deutlich steigen. In Deutschland ist das mit Sicherheit etwas, was uns sehr besonders stark betreffen wird, weil wir in Deutschland unglaublich viel Nachholbedarf haben. Da sind andere Länder deutlich weiter. Der EU-Schnitt von Frauen im Management liegt, glaube ich, bei 25%. In Deutschland sind wir, glaube ich, deutlich unter 10%. Also in Deutschland ist da ganz, ganz viel Nachholbedarf. Weltweit passiert da eine ganze Menge, aber in Deutschland eben besonders viel. Spannend ist, ich erzählte eben, dass ich öfters in Istanbul bin, da ist die Quote der weiblichen Führungskräfte und insbesondere auch der weiblichen Informatiker deutlich höher. Glaubt man so nicht, aber da ist jeder dritte CIO ist eine CIOse. Also da ist tatsächlich, das ist erfrischend. Unsere Geschäftsführerin, die jetzt 5 Jahre lang für uns die Geschäfte in Istanbul gemacht hat, war auch eine Dame. Und damit, wenn man die einzige Dame, muss ich fairerweise sagen, für unsere Frauenquote. Wir haben in unserem 10-köpfigen Führungsteam 10 Männer, was ich echt sehr, sehr schade finde. Ist natürlich auch daran geschuldet, dass wir schon so lange zusammenarbeiten. Und damals gab es noch keine IT-Frauen. Das ist inzwischen ein bisschen anders. Aber das ist auch unserer Kontinuität ein bisschen geschuldet. Aber unsere Türkin hat ein bisschen unsere Quote dann angehoben. Also wie gesagt, da wird sehr viel passieren. Silver Society, das heißt also demografischer Wandel. Der Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut ist übrigens auch ein Optimist. Das verbindet mich auch mit ihm. Der sagt nicht, wir haben eine Überalterung oder Ähnliches der Gesellschaft, sondern er sagt, wir haben einfach einen demografischen Wandel weltweit. Und das ist eine Chance und eine Herausforderung, aber es ist kein Problem an sich und schon gar kein Problem, an dem man verzweifeln muss. Also er sagt, wir haben demografischen Wandel oder Silver Society, dadurch entstehen neue Konsumentengruppen, dadurch entstehen natürlich auch Menschen, Silver Society heißt auch, die Menschen bleiben länger leistungsfähig, also damit bilden sie auch Potenzial für die Wertschöpfung in den Unternehmen. Und sind natürlich als Konsumenten spannend. Wir haben weltweit mehr Mobilität, obwohl wir mehr connected sind, obwohl wir uns eigentlich gar nicht mehr vom Fleck bewegen müssten, weil wir haben ja Zugriff auf alle Informationen, alle Kontakte, bewegen sich die Menschen mehr. Es werden mehr Güter bewegt, natürlich was durch den Aufstieg Asiens sehr stark hervorgerufen wird. Es werden aber auch mehr Menschen bewegt, das heißt, wir haben unglaubliche Herausforderungen an Mobilität. Da gibt es eine ganze Reihe von Subtrends zu. Die Welt wird ökologischer, die Welt wird nicht nur schlechter und wird nicht nur dreckiger. Also auch das, die Statistiken, die man ja sonst so gerne, wenn man nur blitzlichtartig sich das hört, dann, die Welt wird älter, die Welt wird dreckiger, die Welt wird krimineller, stimmt alles gar nicht. Ne? Das heißt, wenn man sich die Statistiken angeht, wird es immer sauberer und die Ökologie bekommt immer mehr an Bedeutung. Wir haben schon unsere dreckigen Ecken, aber insgesamt wird die Welt ökologischer und da gibt es eben den Megatrend, dass da unglaublich viel investiert wird. Gesundheit als Megatrend, sowohl getrieben, dass die Menschen älter werden und wenn sie älter werden, wollen sie gesund älter werden, deshalb der Treiber, aber insbesondere auch in den Unternehmen und ich trete ja gerne, ich habe ja oft die Brille des Unternehmers auf, dass das Thema Gesundheit von der körperlichen Gesundheit, was im letzten Jahrhundert wichtig war, die Unternehmen mussten dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht körperlich krank wurden, haben wir das Thema seelische Gesundheit, Burnout, wo man als Arbeitgeber die Verantwortung hat, Achtsamkeit den Mitarbeitern beizubringen, sich darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter, gerade dann, wenn sie hochmotiviert sind, sich selbst nicht überfordern, dass sie nicht überfordert werden, dass sie mit ihren Fähigkeiten an den richtigen Stellen eingesetzt werden, um die psychischen Probleme, die unbestritten gestiegen sind, in irgendeiner Form darauf eine Antwort zu haben. New Work, das ist das Thema, was sich so als Subtext durch alles durchzieht, über das ich heute rede. New Work, wesentliche Stichworte sind mehr Flexibilität. Da kann man sagen, toll, Flexibilität, wer will nicht flexibel sein? Ist aber auch für viele Menschen eher, sag mal, eine Herausforderung. Es gibt schon immer noch, auch heute, viele Menschen, die Sicherheit haben wollen, die Stabilität haben wollen, die morgens um 9 Uhr zur Arbeit gehen und um 17 Uhr nach Hause gehen wollen, die regelmäßig das gleiche Gehalt auf dem Konto haben wollen, die über Jahre Planbarkeit haben wollen. Das ist immer weniger.
Es wird immer flexibler, die Verweilzeit im Unternehmen wird kürzer, manchmal, weil die Mitarbeiter das wollen, teilweise aber auch, weil die Unternehmen das wollen. Das heißt also, wir haben Projektarbeit, wir haben Multijobber, wir haben ganz andere Lebensläufe, die von Flexibilität geprägt sind. Und das ist, wie gesagt, das schöne Wort, aber Unsicherheit ist das böse Wort. Aber dadurch ist New Work geprägt. So, wenn wir weiter durchgehen, Urbanisierung ist in Deutschland auch ein Thema, wenn auch nicht ganz so dramatisch wie in anderen Ländern, wo auch noch Wachstum ist, aber die Menschen ziehen in die Städte. Das wissen wir in Deutschland, wir haben die Landflucht, die Städte werden größer. Ich komme ja aus einer mittelgroßen Stadt mit jetzt gerade mal 300.000 Einwohnern, die Grenze haben wir gerade in Münster überschritten. Wir werden in den nächsten 20 Jahren noch mal weitere 10% zulegen, wir werden dann 330.000 Einwohner haben. Das arme Münsterland in Coesfeld, Steinfurt, Ahaus wird dann immer mehr entvölkert, weil Deutschland schrumpft ja. Zumindest haben wir das bis vor kurzem gedacht. Das wird wahrscheinlich trotzdem noch so sein. Aber die Leute ziehen in die Städte. Das heißt, wir haben für die Infrastruktur der Städte eine Riesenchance, auch eine Herausforderung, aber eine Riesenchance. Da entwickelt sich ganz, ganz, ganz viel. Das schätzen die Menschen wert, dass das schöne Landleben ist nicht mehr so attraktiv wie ein gut organisiertes Stadtleben. Wir haben den Megatrend der Individualisierung, der zieht sich auch sehr stark in die Arbeitswelt hinein, weil Generation Y oder wie wir sie auch nennen, sind dadurch geprägt, dass sie nicht fragen, was kann ich tun, um Geld zu verdienen, sondern wie kann ich mich erfüllen. Das heißt, wie kann ich individuell meiner Daseinsberechtigung folgen, wo ist das Ding, was ich für mich ganz individuell brauche. Das geht natürlich stark in die Richtung der Verbraucher. Das heißt also, die Produkte müssen sehr stark auf immer kleinere Zielgruppen konfiguriert werden. Aber auch die Arbeitnehmer erwarten, dass man die Arbeit um sie herum organisiert. Sie sind das Zentrum der Welt. Die Arbeitnehmer und das Unternehmen muss sich darauf einstellen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. War in der Industriekultur überhaupt nicht denkbar, da gab es die starren Rollen und entweder man passt in die Rolle oder nicht. Wenn man nicht passt, muss man gehen. Heute überlegen sich die Unternehmen, ich habe da einen Menschen, der hat Energie, der hat Kompetenz, wie kann ich das Unternehmen denn jetzt so darum herum bauen, dass wir sein Potenzial nutzen können. Also Individualisierung ist auch insbesondere etwas, was für den Arbeitsmarkt sehr wichtig ist. Dass wir globaler werden, ist, glaube ich, unstrittig. Dass wir mehr internationale Kontakte haben mit allen Risiken, die dort sind. Viele politische Diskussionen verfolge ich da auch, aber habe offen gesagt noch keine Meinung dazu. Für mich ist aber nicht die Frage, ist das gut oder schlecht, sondern wie kann ich Erfahrungen sammeln, wie kann ich mich darin bewegen. Deshalb baue ich auch internationale Standorte auf, um einfach das zu lernen, wie funktioniert das Spiel. Ich bin weder für noch gegen Globalisierung, sondern sie ist einfach da. Und da muss ich sehen, dass ich damit als Unternehmer klarkomme und das gut verstehe. Und wie gesagt, ein Aspekt ist auch, dass wir gerade im IT-Bereich immer mehr Service Providing bekommen, das heißt, es wird immer mehr outgesourced. Das finde ich persönlich auch nicht per se schlimm. Outgesourced heißt ja nur, wir haben eine andere Aufgabenaufteilung, um IT-Dienstleistungen zu erbringen. Es wird teilweise in Deutschland outgesourced, es wird aber auch zunehmend nach Indien oder Vietnam outgesourced. Wir beraten auch unsere Unternehmen, unsere Kunden, wie sie das so tun, damit auch noch alles gut funktioniert. Und wir denken natürlich auch als Unternehmen nach, was machen wir denn, wenn wir in Deutschland, wenn sich der Fachkräftemangel verstärkt, wo bekommen wir denn aus dem Ausland Fachkräfte her? Und da haben wir schon mal die Leerrohre gelegt, dass ich sage, in der Türkei gibt es gut ausgebildete Menschen, die kann ich in unsere Projekte integrieren. Dann haben wir nur noch das kleine Sprachproblem, dass längst nicht jeder Türke Deutsch spricht und dass nicht längst jeder meiner Kunden in Deutschland bereit ist, mit englischsprachigen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Das ist noch nur in den Anfängen, aber deshalb will ich mich da persönlich auch vorbereiten. Ja, und 11. Megatrend bei Matthias Hawks ist neues Lernen, das heißt also unser Bildungssystem, und das war ja bei euch, glaube ich, auch schon mal Thema, bedarf einer gründlichen Renovierung. Was ich feststelle, ganz klar als Unternehmer, also auf der einen Seite als Vater von 7 Kindern, ist das immer lustig, wenn ich zu Elternsprechtagen komme, das sieht noch ähnlich aus und riecht noch so ähnlich wie damals in den 70er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Da hat sich noch gar nicht so fürchterlich viel verändert, bin ich manchmal entsetzt. Wobei die Leute sind ganz nett, also mit den Lehrern
komme ich klar, aber dann denke ich, Mensch, verflixt du mal, da ist aber noch, hat sich echt in den letzten 40 Jahren verdammt wenig geändert. Wenn man das vergleicht mit dem, was sich in der Arbeitswelt geändert hat, da sind Lichtjahre vergangen und in der Schule haben wir Trippelschritte gemacht. Ne, da gibt es mal, wie gesagt, ein bisschen Laptop-Klasse und da gibt es auch mal einen interaktiven Screen oder ähnliches, aber ne, viel ist dann also auch von den Lehrinhalten auch so gar nicht geändert. Das ganze Thema Projektarbeit oder ähnliches auch nur in Ansätzen, aber das ist ja ein eigenes Thema. Für uns als Unternehmen heißt es, dass wir intensivst Public-Private Partnership betreiben, also mit Hochschulen, mit Schulen zusammenarbeiten, damit wir ganz viele Studenten bekommen, die durchaus was wissen, dass die ihr Wissen direkt in unser Unternehmen reinbringen. Also ganz viele Praktikanten, natürlich auch im Sinne von Employer Branding, dass die dann später auch da bleiben bei uns, aber auch um Wissen reinzubekommen. Und wir sind auch oft an den Universitäten und bringen unser Praxiswissen rein. Das heißt, einfach eine enge Kooperation. Ich warte nicht darauf, dass das Bildungssystem mir die Leute backt, die ich brauche, sondern ich kooperiere mit dem Bildungssystem, um möglichst ein paar Defizite auszugleichen, damit wir dann in der gemeinsamen Arbeit uns entsprechend entwickeln. Und das nicht nur ich mache das, sondern das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil von neues Lernen. Das ist mal so der kleine Überflug, Weltbild, die Musik, die Hintergrundmusik, die ich immer im Kopf habe, wenn ich sage, ich will das Unternehmen entwickeln, ich will Mitarbeiter gewinnen, gehe ich davon aus, dass sich in diesen Punkten die Welt deutlich verändern wird und weiterentwickeln wird. Und wer neugierig ist von euch, was denn da hinter diesen ganzen Haltestellen steht, es gibt dann eine nette Wiki, die heißt de-megatrends.wikia.com. Und da stehen dann die 11 Megatrends und unter jedem der 11 Megatrends, ich habe mal hier den Megatrend New Work rausgepickt, ne, stehen dann die Haltestellen. Der Megatrend New Work hat 25 Haltestellen und dann kann man auf die Haltestelle Fachkräftemangel klicken und dann geht es rum und dann wird das ein bisschen erklärt. Also wer mal Lust hat, sich da tiefer mit zu beschäftigen und wem so ein paar Vokabeln da, wer da neugierig ist, da kann man sich reindenken und wir machen oft auch so Innovations Workshops, Kongresse mit unseren Kunden, dann nehmen wir das als Hintergrund und sagen, okay, jetzt pick doch mal von diesen 228 Haltestellen, die da sind, pick doch mal die 5 wichtigsten für euch raus, wo wirklich die Musik spielt. Wo ändert sich was in eurem Business, wenn ihr das nehmt und dann deklinieren wir das mal durch. Wenn das Thema Fachkräftemangel eine große Rolle spielt, dann kann man sagen, okay, das ist die These, das ist die Annahme und darauf versuchen wir jetzt mal ein neues Produkt, ein neues Angebot zu entwickeln. Haben wir auch intern im Unternehmen mal gemacht, macht natürlich Spaß, so ein bisschen mit der Zukunft zu spielen, einfach zu sagen, so in 20 Jahren nehmen wir mal an, die Welt ist so und so und jetzt lass uns mal heute schon die Produkte entwickeln, die in 20 Jahren gebraucht werden. Wird natürlich nie so, also ne, natürlich sieht die Welt in 20 Jahren ganz anders aus, als wir sie uns vor 20 Jahren oder heute vorstellen, aber diese Flexibilität, sich mit Zukunft zu beschäftigen, und immer wieder neue Konzepte zu entwickeln und dann aber, was man ja auch lernt, ist ja Anpassungsfähigkeit. Man bleibt ja dann immer in Bewegung und richtet sich immer nach vorne und nicht nach hinten. Das und zum Thema Megatrends. Das Thema Vertrauenskultur vielleicht nochmal, sagen wir jetzt strukturiert dargestellt, nicht nur biografisch. Thank God it's Friday ist Industriekultur, Thank God it's Monday könnte 21. Jahrhundert Wissenkultur sein. Ein Journalist wurde im 20. Jahrhundert gefragt, in den USA, schreib doch mal die 100 besten Arbeitgeber der USA raus, veröffentliche das im Fortune Magazin, the best workplaces to work for in the United States, 1985. Dieser Mensch heißt Robert Levering, der ist dann mit dem Mikrofon durch die Lande gezogen und hat die US-amerikanischen Arbeitnehmer gefragt, gehst du denn gerne zur Arbeit? Sagst du, thank God it's Monday, mach dir Arbeit eigentlich Spaß? Und die meisten haben gesagt, nö, total doof und die wird ja ausgenutzt und alles Mögliche. Aber er hat auch ein paar gefunden, die gesagt haben, ja, macht richtig Spaß hier zu arbeiten. Und dann hat er versucht, Muster zu finden. Was sind denn die Gründe, dass die Mitarbeiter sagen, das macht hier Spaß? Und es war nicht das Gehalt. Es war nicht der Dienstwagen. Es war nicht das schöne Büro mit 5 Fenstern. Es war nicht das betriebliche Gesundheitsmanagement, was in den USA sowieso nicht so stark ausgeprägt ist. Es waren also nicht die Hard Facts, sondern es waren 3 wesentliche Dinge. Und daraus hat er hinterher das System gebaut. Das ist der Gründer von Great Place to Work. Es war Vertrauen.
Die Menschen haben einhellig gesagt, ich kann meinem Chef vertrauen. Er hat ehrliche, ethische Geschäftspraktiken. Ich folge ihm gerne und freiwillig, weil er vertrauenswürdig ist. Punkt 2. Das, was ich meine Arbeit, ist wichtig. Sie ist für mich wichtig, sie macht mir Spaß, sie ist für die Gesellschaft wichtig. Das, was wir als Unternehmen produzieren, hat einen Nutzen. Und dritter Punkt, da arbeiten coole Leute, da ist es meine Extended Family, da gehe ich gerne hin, weil ich dort mich schon darauf freue, die Leute wieder zu treffen. So, das sind die drei ganz grundsätzlichen Dinge. Dieter. Ganz wichtiger Punkt, ich finde, das kann man nicht nur auf Unternehmen beziehen, das könnte man auch auf eine Partei beziehen. Ja, genau, eine Organisation. Vor allem das Vertrauen. Das hast du gut gesagt. Wolltest du nochmal? Ja. Ja, ja. Das Ganze bezieht sich also grundsätzlich auf Organisationen. Das heißt, wo Menschen organisiert und dauerhaft zusammenarbeiten, da gelten diese Grundsätze. Das ist nicht nur ein Unternehmen, das ist eine Schule, das ist eine Partei. Das ist jede Form von Gemeinschaft. Da, wo Menschen dauerhaft zusammenarbeiten. Ja, und daraus hat dieser Robert Levering dann ein System gebaut. Der Bau ist ja spannend. Das war damals relativ frisch. Inzwischen ist das weit bekannt. Und es gibt alle möglichen Studien dazu, Gallup-Studie und alles Mögliche. Aber das sind die Grundsätze, die heute noch gelten, die alle Systeme, die Unternehmenskultur betrachten, ganz, ganz stark im Fokus haben. Es gibt immer noch ein paar ergänzende Motivationsfaktoren. Aber das sind die drei wesentlichen, die er damals festgestellt hat und was sich auch dann weiter fortgesetzt hat. Er hat dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann baue ich doch mal ein System auf, um das auch dauerhaft zu messen. Das war ja eine sehr aufwendige Studie, die er gemacht hat. Er hat gesagt, okay, ich baue ein System auf, das besteht einerseits aus einer anonymisierten Mitarbeiterbefragung und diese drei Worte, die hat er hinterher in 62 Fragen, oder andersrum, hat 62 Fragen dafür entwickelt, die diese drei Begriffe belegen. Und er hat den Kulturaudit, das sagte ich eben. Was muss ich denn eigentlich in der Organisation messen? Welche Instrumente, welche Strukturen, welche Organisationsdinge muss ich haben, damit das auch vom Unternehmen entwickelt wird? So, und wenn man sich das anguckt, dann hat er gesagt, okay, Vertrauen besteht aus Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness. Und darunter gibt es nochmal Unterpunkte und da gibt es nochmal Unterpunkte, sodass es am Ende 62 Fragen sind und die sind witzigerweise seit 20 Jahren unverändert. Und er hat dieses System in den USA, ich glaube, erstmalig 95 eingeführt, hat damit auch Geld verdient, hat es dann als Franchise-System ausgerollt, hat gesagt, okay, wer in anderen Ländern möchte denn gerne mit diesem Fragenkatalog und mit diesem Kulturaudit arbeiten? Dann hat er den gesamten nord- und südamerikanischen Kontinent damit beglückt mit diesem System. Und im Jahr 2002 hat dann die Europäische Kommission gesagt, wir müssen was tun in unserer Unternehmenskultur. Wir brauchen das international beste System und werden das von den Arbeitsministerien der einzelnen Staaten fördern, sodass das möglichst schnell in Europa verbreitet wird. Und da hat man sich dann für das Great Place to Work System entschieden. Das war damals 2001 in Lissabon bei einer EC-Konferenz. Und seit 2002 ist das in Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Italien das führende System für Unternehmenskultur, was in der Regel von den regionalen oder von den staatlichen Arbeitsministerien auch gefördert wird, wo dann, wie gesagt, eben der Bundesarbeitsminister bei uns Pate ist, wo dann eben Fördergelder reingehen, sodass die Unternehmen auch einen weiteren Anreiz haben, daran teilzunehmen. Dann waren es schon mal 40 Länder und in den letzten paar Jahren sind noch mal 10 Länder dazugekommen, weil das System sich inzwischen nach Asien ausbreitet. Die Chinesen, die Inder, die Türken, da habe ich übrigens ein starkes Votum für gehabt, dass das in der Türkei auch eingesetzt wird. Das läuft da auch seit einigen Jahren. Die Nigerianer, die Neuseeländer, die Australier, also inzwischen geht das, die Japaner, wird das weltweit eingesetzt. Immer überall das gleiche System. Also das hat nichts mit Kultur oder Typ von Mensch zu tun, sondern diese Prinzipien gelten weltweit. Die Fragen sind weltweit immer die gleichen und deshalb gibt es auch weltweite Vergleiche. Also dahinter gibt es ganz einfache Fragen, zum Beispiel, mein Chef ist kompetent. Ja, nein, vielleicht. Kann man dann ankreuzen. Mein Chef hat klare Vorstellungen von den Zielen der Organisation und weiß, wie wir sie erreichen können. Ne? Ja, nein, vielleicht. So, und ne, das Ganze kreuzt man dann an und die Unternehmen, wo die Ja-Stimmen überwiegend sind, die haben dann gute Chancen, einen guten Preis zu bekommen. Überwiegend, paar witzige Fragen zum Beispiel. Eine Frage ist im Bereich Fairness bei der Gerechtigkeit. Ich bekomme hier ein angemessenes Gehalt.
So, da kann man dann ankreuzen, ja, nein, vielleicht. In Unternehmen, die spitze sind, sagen mehr als 90% der Mitarbeiter sind oft nie 100%. Es gibt immer einige Menschen, die sind anders. Ne, auch in exzellenten Unternehmen. Aber 90% sagen, ja, ich bekomme hier ein faires Gehalt. Da könnte man denken, die sind ja schön blöd. Ne? Weil, ne, dann, wie sollen die eine Chance auf eine Gehaltserhöhung haben? Der Chef würde doch dann sagen, okay, ihr seid zufrieden, ich muss euch das Gehalt nicht erhöhen. In exzellenten Organisationen haben die Mitarbeiter das Vertrauen, dass selbst wenn sie sagen, ich fühle mich fair bezahlt, dass sie trotzdem eine Gehaltserhöhung bekommen. Dass man damit auch noch weitersprechen kann. Was gibt es noch für schöne Fragen? Bei Teamgeist, ich würde das Unternehmen meinen besten Freunden empfehlen. Ne? Also auch der Klassiker. Ne? So, und die guten Unternehmen, also die Top 10, haben in allen Bereichen stimmen mehr als 90% diesen Fragen bedenkenlos zu. Bei den mittleren Unternehmen sind es so 70-80%, die so im Mittelfeld liegen, also sagen wir mal Platz 11 bis 100. Und was so laut Gallup-Studie oder anderen Studien rumgeht, werden diese Fragen in der Regel mit weniger als 40% zustimmend beantwortet. Also da ist noch unglaublich viel Spiel. Und wenn man sich überlegt, ein Unternehmen, wo am Ende ist immer eine Frage, alles im Allen, ist das hier ein exzellenter Arbeitsplatz? Wenn man sich vorstellt, dass das ist in den Spitzenunternehmen, ist es wirklich zwischen 95-100%. Wenn wirklich 95% der Mitarbeiter sagen, das ist ein exzellenter Arbeitsplatz und ich komme gerne zur Arbeit, im Vergleich zu Unternehmen, wo das nur 40% sagen, was da für Leistungsunterschiede sind, für Möglichkeiten, das Unternehmen zu entwickeln. Denn wer gerne zur Arbeit kommt, der bringt sich ja auch ein. Der kommt ja nicht nur gerne hin, weil es da warm und trocken ist, sondern der bringt sich ja ein. Das ist ein Riesenpotenzial. Und bei allen Unternehmen, die da mitwirken, kann man sagen, diejenigen, die exzellent sind in der Unternehmenskultur nachweislich, haben deutlich höhere Gewinne, da geht es nicht nur den Leuten besser, das ist nicht nur netter, sondern es ist einfach auch wirtschaftlicher. Also ist es eigentlich Win-Win. Warum macht es nicht jeder? Weil es eben ein Invest ist. Das heißt also, Vertrauen ist ein Invest. Ich muss loslassen. Und es gibt Menschen, die können schwer loslassen. Es muss also wirklich Vertrauen auf nicht nur auf die Leistungsfähigkeit, sondern auch auf die Leistungsbereitschaft der Menschen haben. Das ist die Frage, welches Menschenbild habe ich? Glaube ich, dass die Menschen zur Arbeit geprügelt werden müssen oder dass sie gerne zur Arbeit gehen? Und es hat viel mit Professionellem zu tun. Ich muss das auch so organisieren, dass ich auch noch an einem Strang ziehe, dass nicht jeder machen kann, was er will, dass ich Anarchie habe, sondern dass wir als Team arbeiten. Und das ist harte Organisationsarbeit. Und zu dem Punkt komme ich da, das überspringe ich mal, das ist das Bewertungssystem. Wie organisiere ich exzellente Unternehmenskultur? Dadurch, dass ich die Instrumente so einsetze, dass man eine gewisse Struktur hat. Das ist auch von Great Place to Work vorgegeben, ist auch seit 1995 stabil, ist auch in allen 50 Ländern wird das gleichermaßen angewandt und es werden dort Fragen nicht an die Mitarbeiter gestellt, sondern es wird Fragen an den Personalleiter oder Geschäftsführer oder denjenigen, der für die Managementsysteme verantwortlich ist, Organisationsleiter, wer auch immer das ist, dem werden 9 Fragen gestellt. Wie werden bei euch Mitarbeiter akquiriert, das heißt hinzugewonnen und integriert, ins Team integriert? Wie inspiriert ihr eure Leute, dass sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen? Wie informiert ihr sie, damit sie sagen, ja, übrigens in den guten Unternehmen sagen auch 90% der Mitarbeiter, ja, ich werde hier gut informiert. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also wie informiert ihr die? Wie stellt ihr sicher, dass ihr zuhört, dass wenn die Mitarbeiter Beschwerden haben, und das passiert auch in guten Unternehmen, oder Ideen haben, das passiert noch viel mehr in guten Unternehmen, wie stellt ihr sicher, dass das gehört wird und dass das dann eingebunden wird? Wie stellt ihr sicher, dass Anerkennung erfolgt und zwar nicht nur für die Topscorer, sondern wie kann jeder in der Organisation, der Azubi, der Buchhalter, der Techniker, nicht nur der Spitzenvertriebsmann, der Spitzenberater, angemessen Anerkennung bekommen. Wie stellt ihr sicher, dass eure Mitarbeiter sich entwickeln, auch im Sinne der Individualisierung, auch individuell weiterentwickeln? Wie stellt ihr Fürsorge fest, sicher, das heißt betriebliches Gesundheitsmanagement, aber auch Fairness in jeder Beziehung? Und die letzten beiden Punkte finde ich besonders spannend, weil sie in der Regel so als Kür und nicht als Pflicht gesehen werden. Wie feiert ihr eure Erfolge? Wie stellt ihr sicher, wie habt ihr organisiert, dass ihr Spaß habt? Inzwischen gibt es ja nicht nur einen Chief Entertainment Officer, den CEO, sondern es gibt auch, habe ich letztens gelernt, es gibt einen Fire Manager, da gibt es irgendwie einen schönen Begriff, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber es gibt inzwischen Rollen im Unternehmen, die für die Spaßkultur verantwortlich sind. Ne? Denk mal, was soll der Quatsch? Nein, aber es ist wichtig. Und am Ende das Thema Beteiligen.
Und da kommen wir wieder zu einer Motivationsfrage. Alte Welt ist, die Gewinne des Unternehmens gehören dem Unternehmer, denn der trägt das Risiko, das sind seine Gewinne, wer soll sonst was von den Gewinnen haben? Neue Welt ist, und andersherum, damit die Gewinne des Unternehmens höher werden, habe ich Anreize für alle Menschen, die was bewegen können. Die kriegen 30% ihres Gehaltes, wenn sie ihren normalen Job machen, und weitere 70%, wenn sie ihren Job besonders gut machen. Ne? Also Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, fliegen sie raus. Alte Welt, sind wir ein bisschen überzeichnet. Neue Welt ist, bei den Gewinnen gibt es mindestens vier Anspruchsparteien. Das eine ist das Unternehmen, das heißt, auch der Unternehmer hat die Verantwortung, dass möglichst viel der Gewinne im Unternehmen bleibt. Er darf selbst natürlich auch was von den Gewinnen haben, der darf schon sein Gehalt variabilisieren. Also auch der Unternehmer, dem der Laden gehört, der darf auch was von den Gewinnen beanspruchen. Die Mitarbeiter sollten aber auch an den Gewinnen partizipieren. Entweder, dass sie Shareholder sind, dass sie eine gewinnorientierte Prämie haben, und zwar nicht in dem Sinne als Anreiz, das heißt, du kriegst das nur, wenn du anständig arbeitest, sondern als Belohnung, wir haben gemeinsam etwas erwirtschaftet, das teilen wir uns jetzt. Das heißt aber, dass man von einer individuellen Prämie wegkommt. Die meisten guten Unternehmen gehen zunehmend weg von individuellen Prämien und gehen hin zu Teamprämien oder Unternehmensprämien, wo man sich dann gemeinsam belohnt, dass man gut gewirtschaftet hat. Hat natürlich ein Risiko. Wenn man eine gemeinsame Prämie hat, dann kann man ja sich in die Hängematte legen, weil die anderen erwirtschaften ja schon die Prämie. Da muss man dann sehr große Transparenzstrukturen haben und dann die soziale Kontrolle wirken lassen. Sagen, okay, komm, wir haben schon Indizien, wer leistet welchen Beitrag. Und wenn jemand versucht, seine Prämie, seine Beteiligungsprämie zu erschleichen auf Kosten der anderen, dann muss das transparent sein. Und dann gibt es soziale Kontrolle, die von einem Punkt geht, wir helfen dem anderen, dass er auch mitmacht. Ne, helfen, bis wir fordern das von ihm ein. Und wenn es gar nicht funktioniert, muss man auch konsequent mal sagen, Achtung, wenn du hier nicht mitleisten willst, dann bist du hier Fehl am Platz. Auch das ist in exzellenten Unternehmen möglich und nicht nur möglich, sondern notwendig. Ja, und vierte Gruppe, wer sollte mit was von den Gewinnen bekommen? Die Gesellschaft. Unternehmen haben eine soziale Verantwortung, auch wenn sie kein soziales Unternehmen sind. Und das Thema CSR, Corporate Social Responsibility, sollte im Unternehmen eine große Bedeutung haben. Und wie ich das eben auch bei uns erzählte, ob man dann einen Teil der Gewinne oder einen festen Betrag, wie man das auch organisiert. Aber es wird von den Mitarbeitern und nicht nur von der Gesellschaft erwartet, dass man sich gesellschaftlich engagiert. Und das wird von den Mitarbeitern, das ist ein ganz interessanter Effekt, nicht nur akzeptiert, sondern förmlich erwartet. Denn wenn man das macht, heißt das natürlich, dass die persönliche Prämie sinkt. Das heißt, wenn ich ein Modell habe, dass ich sage, ich habe vor Steuern einen Unternehmensgewinn von 1 Million Euro, auf der Basis wird die persönliche Prämie berechnet. Wenn ich jetzt sage, ja, die 1 Million, die stehen aber nicht, sondern 200.000 gehen davon in irgendeiner Form in soziale Projekte. Also habe ich nur noch 800.000 zu verteilen, dann habe ich noch keinen Mitarbeiter, der erlebt, sagt, nee, lass uns lieber nicht so ein soziales Gedöns machen, ich möchte lieber eine hohe Prämie haben, sondern die Bereitschaft zu sagen, okay, der Gesamtprämietopf wird kleiner, weil wir uns sozial engagieren, habe ich noch keinen Mitarbeiter erlebt, der sagt, nee, das will ich nicht. Also da ist in gewissem Rahmen ist eine Bereitschaft, solange es nicht existenziell ist, sehr groß, auch auf Prämie zu verzichten zugunsten eines sozialen Engagements. Ich denke in Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften, von Konzernen rein. Mir haben sie das aus meinen Unternehmensleitsätzen gestrichen. Ja, also das ist, ich rede, es gibt tatsächlich dazu, es mehrere Welten, ja, ja. Wobei es ist noch keine Ausrede, groß zu sein, es ist auch keine Ausrede, börsennotiert zu sein. Aber es ist unglaublich viel schwieriger, diese Grundsätze bei großen und börsennotierten Unternehmen einzuführen. Aber es gibt diese Beispiele. Das Problem ist der Mensch. Ja, und das natürlich, das ist immer das Kern, das sind wir ja alle. Ne? Und wir reden über soziale Geschichten, nur wichtig ist auch, dass man Systeme hat, die dann ausgewogen sind. Die werden natürlich durch Menschen gestaltet. Da war noch eben eine Wortmeldung. Ja, also ich möchte ganz kurz einhaken. Sie sprechen ja, haben ja Erfahrung mit Mitarbeitern, die sehr gut qualifiziert ja. sind. Ich leite die Gebäudereinigung im Hotel und ich habe 100% Migranten, sehr gering qualifiziert. Und gibt es da Untersuchungen, ob das auch mit solchen Menschen klappt? Weil ja, also wenn ich sagen würde, meinen Mitarbeitern, unsere Firma soll jetzt für Flüchtlinge spenden,
würden die sagen, Flüchtlinge sollen nach Hause gehen, obwohl es 100% Migranten sind. Also ich habe da so ein bisschen Zweifel, dass sich das auf die Geringqualifizierte so 1:1 übertragen lässt. Ja, also einige Beispiele sind vielleicht jetzt auch unserer Branche geschuldet. Wir haben in der Regel Menschen, denen es relativ gut geht bei uns im Unternehmen und wo auch Spielraum im Gehalt ist. Da gibt es andere prekäre Branchen, wo das nicht ist. Also wenn ich jetzt darüber rede, wie viel beanspruchen die Menschen auch an Prämien und Gehalt, dann kann das durchaus ganz anders sein. Die Grundsätze, dass das die neuen Spielräume sind, wie man ein Unternehmen fair und menschenwürdig gestaltet, gelten für jede Branche. Es gibt extra bei Great Place to Work einen Wettbewerb, die besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen, und das sind überwiegend prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die Grundsätze sind ähnlich, die Umsetzung kann natürlich extrem unterschiedlich sein. Na, also wenn ich hier sage, dezentrale Verantwortung und jeder ist kreativ und ich muss einfach nur denen ein großes Ziel geben und dann weiß jeder, was er zu tun hat, trifft nicht auf alle Branchen zu. Da bin ich ganz bei dir. So, und jetzt mal, ich habe glaube ich schon ein bisschen erzählt, nicht, dass wir ganz aus der Zeit rauslaufen. No. Also deshalb mache ich mal so ein Daumenkino für die Geschichten hier. Also wir haben jetzt, geht nochmal einen zurück. Das muss man beweisen und niederschreiben. Also wenn man sich bewirbt, darum bester Arbeitgeber Deutschlands zu werden oder Europas, dann bekommt man diese neuen Fragen gestellt und muss dann, kann das entweder auf einer DIN A4-Seite runterschreiben oder man macht vier DIN A4-Ordner, wie wir es inzwischen haben, wo man es nicht nur detailliert beschreibt, sondern auch beweist mit Anlage, Arbeitsvertrag, Anlage, Hardcopies vom Intranet, Videos der letzten Weihnachtsfeier, Kopie der E-Mails, wie der Chef mit seinem Mitarbeiter kommuniziert. Also man kann alles, muss alles beweisen und belegen und gibt das dann entsprechend ab. Und wir haben bei uns in der letzten Version 130 verschiedene Maßnahmen gehabt in diesen neuen Bereichen. Und große Konzerne haben natürlich noch sehr viel mehr. Aber da ist schon eine ganze Reihe von Dingen, die man beschreiben muss. Und ich habe jetzt mal einige wenige Maßnahmen herausgepickt, nur um es zu verdeutlichen, mit Beispielen zu verdeutlichen, die allerdings auf unsere Branche ausgerichtet sind, damit man es mehr greifen kann. Das sind die Dinge, ich habe jetzt mal hier eine Hire for Character, ein Prinzip, was übrigens alle Great Place to Work haben. Ich suche mir nicht den Menschen, der auf eine Stelle passt, sondern ich gucke, ob ich spannende Menschen finde und baue dann etwas, was zu denen passt. Na, das ist ein wichtiges Prinzip, auch das ist in der Gebäudereinigung wahrscheinlich weniger wichtig. Ne, aber im kreativen Bereich ist das wichtig. Erst guckt man, was für ein Potenzial der Mensch hat, und dann guckt man, wie man ihn dann in irgendeiner Form in die Organisation hineinbringen kann. Oder auch das Thema Co-Petition, auch beim Thema Akquisition und Integration von Menschen. Wir haben in Münster eine Organisation gegründet von 50 Wettbewerbern, die alle etwas Ähnliches machen, die alle um die gleichen Kunden buhlen. Und trotzdem haben wir eine gemeinsame Bewerberplattform aufgebaut, haben gesagt, wir möchten gerne den Standort Münster stark machen. Bevor der Mensch jetzt sich bei Accenture in Frankfurt bewirbt, dann gebe ich ihm lieber meinem direkten Nachbarn, wenn der das beim nächsten Mal auch für mich tut. Und das heißt, wir haben eine gemeinsame Bewerberplattform. Wer zuerst darauf greift, kann den Bewerber bekommen. Und wenn sich jemand initiativ bei einem der 50 Unternehmen bewirbt und man ihn gerade nicht gebrauchen kann, dann empfiehlt man ihn den anderen 49 und dann greift das jemand ab. Und beim nächsten Mal passiert das umgekehrt. Das heißt, diese Form von Vertrauen, nicht nur im Unternehmen, sondern auch mit seinen Wettbewerbern, so nicht nur mit seinen Kunden und Lieferanten, oder auch mit seinen Wettbewerbern vertrauensvoll umzugehen, ist auch ein Merkmal von diesem vertrauensbasierten Management. Das ist nicht nur, wir sind intern als Gruppe vertrauenswürdig und kämpfen gegen die Welt, sondern da entsteht eine Haltung, wo man auch kooperiert. Ne, auch mit seinen damaligen Feinden, weil man weiß, wenn man den Kundennutzen denkt, dann muss ich also als Business-Ökosystem einfach miteinander zusammen etwas gestalten und muss dabei professionell sein. Das sind so zwei Dinge, jetzt noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht erwähne, aber man sieht dann eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man sich überlegen muss. Hier im Bereich der Inspiration habe ich zum Beispiel ein Strategie-Think-Tank aufgemacht. Na, Dieter, du warst glaube ich noch nicht mit dabei, ne? Januar bin ich dabei. Du bist mit dabei, ja. Wo ich dann einfach sage, so jeder, wieder von Azubi bis zu Bereichsleiter, wir möchten einmal im Quartal über Strategie philosophieren, Unternehmensstrategie, aber auch darüber hinaus. Wir machen einen offenen Kreis, bei der ersten Runde waren es 15 Leute dabei, das war sehr spannend, und jetzt habe ich gesagt, okay, wer will noch, jetzt sind wir 25. Das heißt, das wächst, und wir reden dann über strategische Dinge, was normalerweise den Chefs vorbehalten ist. Also das auch, warum mache ich das? Um
den Menschen Hintergründe deutlich zu machen, damit sie verstehen, warum wird was gemacht und damit sie sich dann auch einbringen können oder wenn sie sich nicht einbringen können oder wollen, dass sie zumindest das mit einem anderen Hintergrund für sich anwenden können. Und was auch wichtig ist, Leitbild kennt ihr wahrscheinlich auch, das heißt, man schreibt nieder, der Kunde ist unser wichtigstes Gut, der Mitarbeiter übrigens auch. Wir stehen für Qualität und wir arbeiten an ständiger Innovation. Also diese ganzen Mission Statements, die man im Internet und sonst wo findet, die auch bei den Unternehmen in den Fluren hängen, sind ja erstmal nicht schlecht. Insbesondere dann, wenn sie mit den Mitarbeitern entwickelt wurden. Dummerweise sind die Vokabeln irgendwann ausgelutscht. Das heißt, dass das Vertrauen und Loyalität und das ist jetzt toll. Das Problem ist nur, dass dieses Leitbild, was ganz wichtig ist als Orientierung, dass das wirklich ausgelutschte Worte werden. So, was kann man tun, um dem entgegenzuwirken? Man setzt dem Geschichten und Menschen gegenüber. Und das haben wir auch mal mit einer Studentin gemacht, die hat dann gesagt, okay, euch ist Vertrauen wichtig und euch ist Qualität wichtig. Was heißt denn das? Und mit diesen Interviews haben wir ein Geschichtenbuch geschrieben, die schönsten Geschichten an die Wand gehängt, andere ins Intranet gestellt, sodass man immer sagt, ja, wenn wir über Qualität reden, dann ist das zum Beispiel, als der Dieter bei der Finanzinformatik mal in einer Nacht- und Nebelaktion Dinge noch gerettet hat, die schon verloren waren. Ne? Dann steht das mit Menschen, mit Geschichten, mit Kunden, dann sagt man, aha, jetzt weiß ich, was das ist. Also das mal als Beispiel. So. Ja. Ich mache mal so weiter und wenn der Saft alle ist, dann muss ich fertig sein. Ja. Das Thema Information, ich habe es eben schon erzählt, Open Books, ganz wichtig. Also man kann Vertrauenskultur nicht mit einer Schubladenpolitik machen. Das heißt also, wenn man versucht, also so mal Information Hiding zu machen, ist das ganz, ganz schwierig, sondern je offener, desto besser. Wo wir noch nicht ganz angekommen sind, dass wir noch nicht die Gehälter am schwarzen Brett haben. Traue ich mich noch nicht, aber müssen wir konsequenterweise machen. Da kommen natürlich so Neiddiskussionen oder Ähnliches, aber im Prinzip, wenn ich jetzt ganz, ganz durchgängig wäre, würde ich auch die Gehälter ans schwarze Brett hängen. Und müsste es aushalten, wenn jemand sagt, wieso, der ist doch viel schlechter als ich, warum kriegt der mehr? Ne? Nur die Antworten, die haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Ansonsten Open Book, jeder kann alle Kosten sehen, völlige Transparenz dessen, welchen Stundensatz wir beim Kunden bekommen, wie die Kostensituation im Unternehmen ist und alles. Ich halte es auch aus, wenn ein Mitarbeiter von uns 150 Euro pro Stunde vom Kunden bekommt und er selbst nur 30 Euro bei ihm ankommt. Dann sage ich auch, das ist eben so, denn mit dem Deckungsbeitrag, du hast jetzt das Glück, dass du fürs Unternehmen den Deckungsbeitrag erwirtschaften kannst, da leben wir jetzt alle von. Morgen ist es ein anderer. Ne? Ja, was wir neu gemacht haben, es war jetzt nicht ganz so innovativ, aber dass wir gesagt haben, wir schaffen es auch nicht immer, alle Mitarbeiter zu unseren großen Versammlungen, wir machen viele persönliche Versammlungen, zusammenzubekommen, sondern wir wollen jetzt kurz Taktiker informieren, also haben wir einmal im Monat eine Webex-Konferenz, wo 10 Leute im Raum sitzen, weitere 30 Leute sitzen an den Geräten und die restlichen 60 oder 70 Leute gucken sich das am Wochenende an, weil es dann aufgezeichnet wird. Das ist eine neue Errungenschaft, ist ganz, ganz charmant. Nicht besonders innovativ, aber ganz hilfreich. Was machen wir im Bereich Zuhören? Traditionell der heiße Stuhl, der manchmal mehr heiß ist, manchmal weniger, aber dass wir sagen, so kommt für als Führungsteam. Wir machen bestimmt nicht alles richtig, sagt mal, was denn eigentlich, was noch besser gehen könnte. Und das ist schon eine Chance, das ist nicht immer gerecht, wo ich sage, verdammt nochmal, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Ne? Aber wo wir uns dann wirklich sehr durchlässig stellen und wo ich das auch liebe, mal so mit kritischen Fragen umzugehen. Und das Feedback nach allen Versammlungen, das ist auch schon Tradition, immer wenn wir so eine Versammlung mit so 100 Leuten haben, dann im Intranet geht es hinterher offen, wird jeder einzelne Vortrag gewotet, dann wissen die einzelnen Referenten, auch überwiegend aus unserem internen Kreis, bin ich gut angekommen, bin ich nicht gut angekommen, mit offenen Punkten, wo man dann sagt, so komm, die Frühstücksbrötchen waren aber wieder welk und die Parkplatzsituation war wieder scheiße und ging zu lange, die Pausen waren zu kurz, zu lang. Und das ist etwas, was unglaublich hilft, diese Feedback-Kultur. Aber wo man es nie schafft, und da muss ich mich auch dran gewöhnen, man ist da nie perfekt. Man kriegt immer einen um die Ohren, wenn man sich noch so bemüht. Aber das eben damit umzugehen, das ist auch eine Kultur. Ja, und dann das ganze Fragen, Ideenmanagement und anonyme Befragung und all so ein Kram. Im Bereich Anerkennung, vielleicht zwei Beispiele. Natürlich erkennen wir an, besondere Leistungen, die Geld ins Unternehmen spülen. Das ist schon noch wichtig. Das machen wir auch immer deutlich, dass wir auch eine Leistungsgemeinschaft sind.
Aber es gibt auch Dinge, wo wir sagen, komm, wir möchten mal derjenige, der in seinem Privatleben oder wie auch immer außergewöhnliche Dinge macht, auf jeder Mitarbeiterversammlung, wo dann 100 Menschen sitzen, deren Zeit extrem wertvoll ist. Die hören sich eine halbe Stunde lang an, wie jemand mit Leidenschaft Mountainbike fährt, wie jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, wie jemand Modellboote bastelt und so weiter. Was wird damit gemacht? Der Mensch kommt deutlich raus. Nicht der Mensch als Arbeitstier, sondern der Mensch als Mensch wird nach vorne gestellt. Und das bringt Wertschätzung und Anerkennung. Und als Krönung machen wir dann von Zeit zu Zeit mal auf der Weihnachtsfeier den Held des Jahres, der das schönste Sozialprojekt oder das schönste Projekt, sagen wir mal so. Das kann auch ein Held sein, der den glücklichsten Kunden produziert hat, aber meistens sind es dann Sozialprojekte, die dann nach vorne gehoben werden. Was haben wir im Bereich Entwickeln? Zwei schöne Geschichten. Zum einen, ich erzählte das eben, dass wir gerne unsere Mitarbeiter auch international einsetzen zur Erweiterung des Horizonts. Und was eine besondere Geschichte ist, was wir sehr intensiv, also auch viel mit unseren Kunden machen und intern auch wieder. Und jetzt am Wochenende werden wir es wieder einsetzen. Impro-Workshops mit einem Improvisationstheater, wo dann Grundsätze wertschätzender Kommunikation mit Mitteln des Improvisationstheaters erarbeitet werden. Vier wichtigste Grundsätze: sage ja, mache den anderen groß, retten ist Pflicht und die Szene geht vor. Das sind die Grundsätze von Improvisationstheaterspielern, die im Team unter Zeitdruck hochkreativ irgendwas produzieren müssen. Und Gleiches gilt auch für uns, wenn wir im Team arbeiten. Wir müssen auch mit den gleichen Prinzipien arbeiten, um sehr schnell eine Lösung im Sinne des Kunden zu entwickeln. Und diese Analogien sind faszinierend und das ist etwas, was noch nicht viele Unternehmen machen. Das Thema Fürsorge, auf der einen Seite in unserem Beratungsunternehmen sehr dezentralisiert, auch sehr effizienzgetrieben. Machen wir, was geht an Flexibilität? Also wir haben, unsere Leute sind extrem unter Dampf in den Projekten und trotzdem sagen wir, nehmt euch eure Zeit, haltet euch eure Zeit völlig frei ein. Wir halten euch den Rücken frei, wenn das Stress gibt mit dem Kunden. Wir machen das Backing. Wir haben auch teilweise Situationen, dass die Mitarbeiter sagen, der Kunde macht mich krank, ich will nicht mehr. An viele andere Beratungsunternehmen, sondern da musst du durch. So ist das Beraterleben. Wir sagen, okay, wenn das so ist, holen wir einen persönlichen Coach dazu, sagen, okay, wir gehen zum Kunden hin, nehmen den Mitarbeiter raus, ersetzen ihn durch einen anderen und wenn dann der Auftrag verloren geht, dann ist das eben so. Ist aber noch nie passiert. Also die meisten Kunden haben gesagt, okay, wir gehen den Weg mit. Und das Thema Resilienz ist ein spezielles Trainingsangebot, wo wir die Widerstandsfähigkeit der Menschen trainieren und kultivieren. So, dann haben wir das Thema Feiern, diese Verlosung zu den Veranstaltungen habe ich eben schon mal erwähnt und natürlich wichtig ist auch wieder im Sinne, der Mensch als Ganzes zählt, wann immer es geht, nehmen wir die Familienangehörigen dazu. Auf Sommerfeiern die ganze Familie, Kind und Kegel, auf Weihnachtsfeiern der Partner, sodass wir also tatsächlich also uns als Menschen und nicht nur als Arbeitsobjekte da begegnen. Und hier, das habe ich schon erzählt, vielleicht noch das Thema Corporate Volunteering, noch als spezielle Form von CSR. Wir haben jetzt eine Plattform in Münster gegründet, die es aber auch schon in anderen Städten gibt. Es ist eine Internetplattform und ich habe gehört, ihr habt sowas auch schon jetzt angedacht oder gemacht. Also eine Plattform, wo Organisationen, die Hilfe brauchen von Spezialisten, sei es spezielle technische Hilfe, Projektmanagement-Hilfe oder einfach Arbeitskraft, arbeitende Hände, wo die sagen können, ich habe hier ein Projekt, da brauche ich aus Unternehmen Mitarbeiter, die mitwirken können. Und wir haben ein paar Pilotunternehmen, zu denen gehören wir auch, wo wir sagen, wir möchten gerne so und so viele Stunden an Arbeitskraft in die Projekte und dann gibt es eben so einen Matching-Mechanismus, wo dann die richtigen Menschen in die richtigen Projekte gehen können. Das hat den Effekt, A, dass wir unser CSR-Thema hochhalten, dass wir sagen, so, wir wollen als Unternehmen einen sozialen Beitrag leisten, hat aber auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das heißt, da werden gerade die Berater, die sonst immer nur bei den Banken rumspringen und irgendwelche komischen Projekte machen, richtig geerdet. Die gehen in Kindergärten, Krankenhäuser, bin gerade dabei, auch internationale, ne, also gehen zum Brunnenbau nach Afrika oder ähnliches. Ne, sowas schwebt uns momentan vor, dass wir diese Plattform damit beleben, dass wir das nicht nur so 1:1 von unserem Unternehmen zu jemandem, den wir zufällig kennen, sondern dass wir da eine breite Plattform haben, dass wir so eine Börse von sozialem Einsatz haben, wo dann unsere Mitarbeiter was lernen können und wo die Einrichtungen dann auch einen einfachen Zugriff haben. Das ist gerade im Entstehen und das ist, glaube ich, so etwas, was ihr ja auch in der Pipeline habt oder was schon bei euch praktiziert wird. Ja, und am Ende bekommt man dann, und jetzt bin ich wieder bei der Auswertung, bei dem Wettbewerb,
bekommt man dann eine, natürlich tausend von Statistiken, welche, wo es im Unternehmen gut funktioniert, welche Themen man echt gut macht und welche Unterthemen man noch besser machen könnte, welche Gruppen man gut erreicht, welche Gruppen man nicht gut erreicht. Und dann gibt es eben auch noch diese Beziehungsanalyse, wo man sagt, okay, was sagen die Mitarbeiter, wenn sie anonym gefragt werden? Und was sagt der Kulturaudit? Das heißt, wie gut sind die Instrumente, die ich dokumentiert habe? Und wenn man unten ist, unten links, dann heißt das, die Mitarbeiter sind unzufrieden, man tut auch nichts für die. Das works as designed. Rechts unten klingt charmant, die Mitarbeiter sind happy, obwohl ich nichts für sie tue. Ne? Geht auch. Das ist dann so ein Pionier, wo Pioniergeist herrscht. Das ist völliges Chaos, aber es macht Spaß. Ne? Hier macht jeder, was er will. Ich wollte sagen, wollte jetzt diese Analogie nicht ziehen, aber ne? Es ist schlecht organisiert oder gar nicht organisiert und trotzdem macht Spaß. Hat einen Nachteil, das ist auf Dauer nicht stabil. Denn das... Glaube ich jedenfalls. Wir können das beweisen. Ja, links oben ist echt doof und von denen habe ich ziemlich viele Kunden. Man tut unglaublich viel für die Mitarbeiter. Die kriegen überdurchschnittliche Gehälter, die haben den Masseur und alles wird denen, ne, alles nachgeworfen und trotzdem nörgeln die rum und sind unzufrieden, sind verwöhnt. Verdammt nochmal, ich tue schon so viel und immer noch meckern sie rum. Das ist der Verwöhnquadrant links oben. Was ist da passiert? Man erreicht die Leute nicht. Das heißt also, entweder ist die Absicht nicht ehrlich gemeint, sondern man versucht, solche Kunden habe ich auch, die versuchen, sagen wir mal, mangelnde soziale Integration mit Geld zu erschlagen. Die sagen einfach, ja, wir sind hier, wir haben ein miserables Führungsverständnis, dafür gibt es aber auch 10% mehr Gehalt. Gibt es ehrlich, ne? Sagen die auch ganz offen. Ne? Da kommt man dann da links oben an. Ist auch, dass man es nicht schafft, die Mitarbeiter zu erreichen. Man macht etwas, was die Mitarbeiter sagen, ja, also will ich nicht, brauche ich nicht. Da heißt es nur, man muss sie auch mit reinnehmen, man muss sie stärker mit integrieren, dass es ihr, sag mal, ihr Projekt ist und dass es nicht das Projekt der Chefs ist. Und das ist das Thema, was ich auch mit starken Betriebsräten oder starken Gewerkschaften schon mal spüre. Manche Initiativen, Mitarbeiter zu schützen, entmündigen auch die Mitarbeiter. Ne? Dass also tatsächlich die Mitarbeiter sagen, es ist nicht meine Aufgabe, hier eine Unternehmenskultur mitzugestalten, sondern Unternehmenskultur sollen die da oben gestalten und ich bin dann der Empfänger dessen. Das führt zu einer permanenten Unzufriedenheit, wenn man nicht mit integriert ist. Ne? Ja, und rechts oben, das ist dann, ne, viel getan und viel erreicht. Es ist ein Dauerthema, also hier die einzelnen Punkte stehen für Unternehmen, die teilgenommen haben. Und gut ist, wenn man sich entweder von links unten nach rechts oben entwickelt oder auch von rechts unten nach rechts oben entwickelt. Also die, wenn man über einen Lernprozess redet, dann versucht man sich entlang der Linie zu bewegen. Was passiert? Man redet viel mit anderen Unternehmen und man tauscht unglaublich viel Best Practices aus. Denn es gibt kein Standardmodell, was überall greift, sondern jedes Unternehmen muss seine eigenen Antworten finden. Es gibt nur gleiche Fragen, aber Hunderttausende von unterschiedlichen Antworten. Man glaubt gar nicht, wie vielseitig das Spektrum ist. Wenn ich mir die ganzen Reports der anderen guten Arbeitgeber angucke, dann, boah, da ist eine tolle Idee da. Das kann man ja alles gar nicht machen. Man muss ja für sich die paar Maßnahmen rausfinden, die möglichst hohe Wirkung erzeugen. Ja, warum sich Kooperation lohnt, erzähle ich jetzt nicht mehr, weil das ein eigenes Thema ist, was ich aber, glaube ich, schon fast mit eingebaut habe. Das überspringe ich. So, aber ich erzähle noch mal was über Organisationsformen. Klassiker, Ford, gibt auch andere, die das so machen, sagt, Management heißt Planung, Organisation, Anweisung, Koordination, Kontrolle. Menschen gehen nicht gerne zur Arbeit. Menschen gehen deshalb zur Arbeit, weil sie Geld verdienen müssen. Also muss ich denen genau sagen, was sie tun. Ich muss kontrollieren, dass sie es getan haben. Zuckerbrot und Peitsche, wenn sie es gut gemacht haben, gibt es noch einen drauf. Noch einen Bonus drauf, wenn sie es schlecht gemacht haben, dann gibt es die Peitsche. Das ist der Klassiker. Oben wird gedacht, in der Mitte wird organisiert, unten wird gemacht. Gibt noch viele Unternehmen, die heute so arbeiten, noch viele Unternehmen, wo das in Grundzügen auch gar nicht so schlecht ist. Wobei, ne, dummerweise, ne, es gibt immer mehr Menschen, die mitdenken und immer mehr Menschen, die mitgestalten wollen. Und da sind diese Organisationsformen dann nicht mehr so gut geeignet. Moderne Unternehmen, ich habe mal so drei rausgepickt, die das ziemlich gut machen.
DM. Ich fand das mal ganz spannend, wie hat Schlecker gearbeitet und sich organisiert, wie hat DM. DM war mir persönlich irgendwie ein bisschen näher als Schlecker. Von daher ist es auch eine gewisse Bestätigung, dass DM erfolgreich ist und Schlecker nicht erfolgreich war. Aber das Shampoo, ne, kostet den beiden Läden genauso viel. Das ist das Witzige. Ne? Und die einen stecken viel mehr in die Leute und die anderen sagen, wir haben kein Geld, das in die Leute stecken, die Margen sind zu klein. Ne? Das ist einfach eine andere Denke. Also DM macht das nach meinem Wissen ganz gut. Gore-Tex ist immer bei den Great Place to Work Wettbewerben ganz vorne und Google, Microsoft und andere, auch wenn sie absolut streng gemanagt sind, weil sie, ne, wenn sie teilweise börsennotiert sind, haben die Prinzipien im Wesentlichen verstanden und verinnerlicht. Da wird auch konsequent gearbeitet, da wird auch mal jemand rausgeschmissen, das gibt es auch da bei diesen Unternehmen, aber da wird fair mit den Leuten umgegangen und es wird immer die Energie, die in den Leuten steckt, wird dort sehr hoch wertgeschätzt. Nach welchen Prinzipien arbeiten diese Unternehmen? Es ist wichtig, einen Sinn zu haben. Die Arbeit muss Spaß machen, es muss ein ganz persönlicher Sinn in der Arbeit sein. Das Unternehmen muss einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das findet man gerade bei diesen amerikanischen Unternehmen sehr stark, dass im Mission Statement der gesellschaftliche Nutzen besonders deutlich herausgearbeitet ist. Bei uns übrigens nicht ganz einfach, weil wir arbeiten für ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die alle einen anderen Sinn haben. Und was die mit der Leistung, die wir für sie erbringen, machen, weiß ich nicht. Wenn ich für die Finanzinformatik, für die Sparkassenorganisation arbeite, dann weiß ich nicht, welchen Nutzen das für die Gesellschaft hat, muss ich ganz offen sagen. Ob die damit die Rüstungsindustrie finanzieren, ich weiß es nicht. Ob die damit andere nützliche Sachen machen, weiß ich auch nicht. Das heißt also, in der Projektarbeit ist das Thema mit dem Sinn nicht trivial. Ich muss in der Lage sein, eine Vision zu erzeugen. Das heißt, ich muss den Mitarbeitern sagen können, wo es hingeht. Ich muss, ne, hire for character, ich muss in der Lage sein, die richtigen Menschen zu finden, Wissen zu bündeln, Kooperation wieder, ganz wichtig, und Stakeholder zu balancieren. Also nicht Gewinnorientierung ist das Entscheidende, sondern Gewinn und Shareholderorientierung ist nur einer von vielen Aspekten. Ich muss also balanciert arbeiten. Das habe ich habe dazu so Dutzende von Büchern gelesen, natürlich immer so mit dem gleichen Mindset, mit dem gleichen Weltbild, aber ich habe das aus vielen verschiedensten Perspektiven immer wieder bestätigt gesehen und ich glaube da zutiefst dran, auch mit meiner eigenen Erfahrung. Und da gibt es ein anderes Organigramm, dann sieht doch ein Organigramm vielleicht so aus, das ist von Nils Pfleging, der sich mal Gedanken gemacht hat, ob man überhaupt noch Pläne und Budgets braucht. Draußen ist der Markt, das sind die Kunden, die was brauchen und ich sollte eine Organisation so aufstellen, dass sie dezentral organisiert ist, er nennt das Pfirsich. Organisation, ich habe eine dünne Schale, das heißt die dezentralen Einheiten haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung, sehr hohe Entscheidungskompetenz. Beispiel DM, die Filialen können praktisch alles selbst entscheiden. Da ist keiner in der Zentrale, der denen sagt, deine Personalkostenquote muss so aussehen und dein Produktsortiment muss so aussehen und du darfst nur in den und den Lagen deine Drogerien eröffnen. Das entscheiden die Filialen selber mit allem drum und dran. Das ist marktorientierte Organisation. Und in der Mitte, da sind tatsächlich auch immer noch die Organisatoren, die Chefs. Da ist der Geschäftsführer, aber der steht nicht drüber, sondern der ist Enabler, Dienstleister seiner Leute. Und da ist die Buchhaltung, da ist die IT, da sind die zentralen Funktionen, da ist vielleicht auch das HR, was noch zentral gebraucht wird, damit es effizient läuft. Also in der Mitte sind die Funktionen, wo eine zentrale Effizienz bringt, wo man eben gewisse Dinge sehr konzentriert, sehr professionell macht, aber im Prinzip nicht, um den anderen Anweisungen zu geben, sondern um den anderen zu dienen. So, und das gibt es einige Organisationen, die das sehr, sehr gut durchdekliniert haben und die sind witzigerweise auch besonders erfolgreich. Aber als Chef sich nicht mit Krönchen wie eben zu versehen, sondern als Dienstleister der Mitarbeiter zu verstehen, ist wiederum ein anderes Weltbild. Ja, und ich glaube, gut, hier geht es nochmal ein bisschen weiter. Also, was wollte ich jetzt so an Takeaways mitgeben? Also, wer hier Unternehmer ist, dem möchte ich sagen, ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich kann nur sagen, ich kenne ganz, ganz viele, bei denen es funktioniert. Bleibt dran, macht weiter so. Ne? Wer sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe letztens jemanden gehabt, der war Angestellter, das war okay, dann ist er Unternehmer geworden, dann hat er einen Riesenspaß gehabt an all diesen Themen, hatte auch dieses Wertesystem. Dann gab es aber mal schwierige Zeiten, der hat sich mit mir unterhalten, hat gesagt, okay, doch, macht Sinn, ich mache weiter, ich gebe nicht auf. Manager, Mittelmanager, wenn die hier sind, würde ich einfach sagen, es lohnt sich, diese Prinzipien im Unternehmen auch weiter zu verbreiten. Aber ich weiß auch, wenn das, und ich habe einige Unternehmen, da sagt das Mittelmanagement, da müssen wir hin. Das Topmanagement sagt, weiß ich nicht, glaube ich nicht, ja, wenn wir mal Zeit haben, kümmern wir uns mal darum. Dann ist es schon schwierig. Also es gibt einige Abteilungsleiter, die sind da sehr vorbildlich. Aber wenn es richtig im Unternehmen funktionieren soll, dann muss man schon den da oben mit erwischen. Und wenn der nicht will
Und auch wenn du das runter priorisiert, dann ist das nicht einfach. Es lohnt sich trotzdem, aber es ist schwer zu dezentralisieren. Mitarbeiter unter euch, sucht euch die Unternehmen aus, wo diese Prinzipien gelebt werden. Eure Arbeitskraft ist wichtig, verschwendet sie nicht bei Unternehmen, die es nicht wert sind. So, und da kann man sich an diesen Prinzipien von Great Place to Work gut orientieren. Man kann auch, das ist keine Schande, sagen so, ich möchte gerne mal Ihr Wertesystem verstehen. Ne, wie gehen Sie von mir aus in diesen neuen Punkten vor? Welche Konzepte haben Sie da vorliegen? Ne, kann man machen, habe ich also auch Studenten auch schon mal gesagt. Ne, cool, habe ich einen schönen Fragenkatalog. Das kann man heute machen. Ja, und gesellschaftliche Multiplikatoren, und das sind ja, seid ihr ja alle, möchte ich einfach sagen, das Thema faires Wirtschaften, vertrauensbasierte Führung, für mich ist es das nicht nur das, was Unternehmen erfolgreich macht, sondern was auch Gesellschaften erfolgreich macht, weil es eben ein Business-Ökosystem ist. Und in solchen Business-Ökosystemen, wo Vertrauen herrscht, geht es auch mit weniger Konflikten. Man ist nicht nur produktiver, man kann nicht nur mehr auf die Straße bringen, sondern ist auch konfliktärmer und wo weniger Konflikte sind, ist man auch gesünder. Das heißt, man hat insgesamt, nicht nur als Organisation, sondern auch als Mensch, weniger Stress. Also lasst uns verbunden bleiben. Ich habe das alles auch mal, oder vieles davon auch in so einem kleinen Buch zusammengefasst. Wer daran Interesse hat, kann mir seine Karte oder mir eine E-Mail schicken oder ähnliches. Kann ich dann auch gerne zur Verfügung stellen. Da stehen die Gedanken noch mal ein bisschen sortiert. Ja, und damit würde ich für den Moment erstmal Schluss machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Uwe Rotermund. Ich glaube, es war... Entschuldigung. Die eigenen Tipps. Ich glaube, der Uwe muss gleich weg. Ja, aber gerne. Also ein bisschen Zeit. Ich gucke mal eben. Aber das kann nicht sein, dass ich jetzt fragenlos... Nee. Also gerne. Nehmen wir uns gerne noch ein bisschen Zeit. Dann jetzt erst noch Frage- und Antwortspielchen. Ansgar, nimmst du mir das Mikrofon wieder weg? Ich glaube, der Michael hatte eine Frage. Okay. Das Mikro funktioniert gar nicht. Doch. Jo. Vielen Dank für den Vortrag. Absolut toll. Spitzengeschichte. Du hast ganz viel über Werte auch gesprochen. Fairness, Ethik und, und. Ist das aber, was du hier machst, nicht wahnsinnig inkonsequent? Müssten wir nicht einfach eine Genossenschaft gründen, anstatt wieder so eine Top-Down-Firma mit dem Chef und alles darunter? Und du teilst zu, was gut ist und was nicht und wer wo partizipieren kann. Warum nicht gleich eine Genossenschaft? Also ich auf der einen Seite gehe ich Schritt für Schritt. Also ich revolutioniere das nicht, sondern ich bewege mich immer mehr in die Richtung. Absolut. Wie ich eben sagte, ich bin inkonsequent, dass ich keine Open Books bei den Gehältern habe. Ich bin inkonsequent, dass ich keine Genossenschaft habe. Ich habe auch keine volle Demokratisierung im Unternehmen. Ich lasse mich auch nicht wählen als Geschäftsführer. Wäre auch konsequent. Also ich gebe auch vorsichtig, dezentralisiere ich. Also auf der einen Seite, weil ich doch noch ein bisschen Kontrolle darüber behalten will, in welche Richtung das geht, weil da ist nicht jeder von meinen Mitarbeitern gleichermaßen von überzeugt, dass das das System ist. Also das System versuche ich selbst noch stark mit zu gestalten. Und von daher gehe ich vorsichtig in die Richtung, aber kann ich bestätigen, ist inkonsequent. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt, aber es ist nicht voll konsequent, was ich da mache. Stimmt. Aber die Frage stelle ich mir auch. Von dir nicht gewohnt. Ja, die Frage stelle ich mir dann auch, wie radikal kannst du sein, solltest du sein und bringt das einen Nutzen, jetzt radikal zu sein? Es gibt übrigens auch ganz viele Menschen, das habe ich auch gelernt, die diese Werte zwar schätzen, die aber an der Stelle, soll man sich dessen gar nicht bewusst sind und die einfach auch klare Ansage und klare Orientierung brauchen. Und ich will nicht in das andere Extrem gehen, dass ich Orientierungslosigkeit erreiche. Also eine volle Demokratisierung, aber völlige Orientierungslosigkeit. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Unser Hauptproblem ist das an? Ja. Unser Hauptproblem ist ja wohl im Zweifelsfalle, dass die Voraussetzungen für die Takeaways, bis auf den letzten Punkt, da bin ich einverstanden, eigentlich gar nicht da sind. Denn die heute in Managementfunktionen sitzen, haben nicht die Ausbildung genossen, dass sie überhaupt so denken können, wie du hier erzählst. Die im Augenblick noch in der Ausbildung sind, dann schaue ich mir meine ehemaligen Professorenkollegen an und dann sehe ich, dass die noch im vorigen Jahrhundert leben mit einer Ausbildung und der Ethik ihrer Großeltern. Insofern, unser Hauptproblem ist doch wohl, wie kriegen wir das, was du hier erzählt hast, in die Köpfe der jungen Generation als erstes, denn das
sind die, die in der Zukunft bestimmen werden. Und die Alten, die müssen wir einfach ignorieren. Ja, klar. Also wir können nicht alle mitnehmen. Doch der alte Mann. Ja. Komm du nach Hause. Ja. Also meine Maxime, da bin ich für mich sehr klar und einfach. Ich habe nicht die Kompetenz, die Welt systematisch zu verändern. Ich kann nur selektiv in meinem Umfeld Menschen, die auf der Kippe sind, versuchen zu überzeugen. So, und das Umfeld suche ich. Also wir legen uns in den Arm. Das ist natürlich auch ein bisschen, sag mal, gefährlich, weil ich nicht dahin wo es dreckig ist, sondern ich nehme alle die Menschen, die sowieso meiner Meinung sind oder die sag mal, tendenziell denken, ja, da könnte was dran sein. Und wir versuchen, das zu erweitern. Ich bin ja nicht alleine, es gibt ja ganz, ganz viele, die so denken. Und ich versuche, die Community einfach zu erweitern und darüber Politik zu machen. Das ist meine Möglichkeit. Unsere, wir auch. Ja. Deshalb bietet sich gerade der Herr Vorsitzende Ansgar. Ja, mal jetzt gesetzt die Frage, du bist Lobbyist und triffst dich mit einer Partei oder Parteiführungskräften. Wie wären denn deine politischen Forderungen in der Hinsicht, dass du sagst, da muss ich, also nicht nur auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- oder Bundesebene, oder du sagst eben auch dieser internationale Rahmen, hier muss die Politik irgendwie irgendwas vorleben oder irgendwas darstellen oder was verändern? Ich glaube, also erstmal bin ich dann so nicht darauf vorbereitet. Ich denke nicht so. Ich muss ja mich mal spontan reindenken. Forderungen zu stellen, überlege ich mal gerade, wie ich das mache. Also was ich sehr charmant finde, sich dem Thema bedingungslosem Grundeinkommen zu nähern. Ich weiß nicht, ob es uns gut täte, das von 0 auf 1 zu drehen. Aber diese Grundhaltung, Strukturen zu schaffen, wo man mit dem Menschenbild rangeht, Menschen möchten gerne leisten, Menschen möchten sich verwirklichen, möchten was bewegen. Und das zu fördern, sowohl über Betriebsverfassungsgesetze, aber auch über ein gesamtes Sozialsystem, das müsste ich mal weiter ausarbeiten, die Forderung. Aber in die Richtung muss es gehen, dass dieses Menschenbild, das wird ja von den in der Politik und im Sozialsystem nicht sonderlich gepflegt. Ne? Also das kriege ich in Unternehmerkreisen, gibt es viele, die sagen, ja, ist gut, viele sagen, ja, schönes rosa-rotes Bild, aber bei mir ist die Welt anders, ich muss ein bisschen härter mit meinen Leuten folgen, die sind anders. Gibt aber auch viele, die sagen, ja, genau so geht es. In der Politik und in der Gesellschaft und in den Talkshows findet man das relativ selten. Deshalb wäre für mich wichtig, dieses Menschenbild als Alternativmodell auch weiter zu verbreiten und dafür Gesetze und Strukturen zu schaffen, die das fördern. Welche Gesetze das genau sind, soweit bin ich nicht. Okay, ergänzende Frage. Hättest du Lust, in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr nochmal eine Veranstaltung mit uns zu veranstalten und dann darüber zu diskutieren, weil ich suche noch Gesprächsteilnehmer für einen Kongress? Ja, gerne. Also ich bin Missionar. Ich mache das. Sehr gerne. Ja, also ich liebe auch Foren, wo ich nicht nur unter vier Augen mit jemandem rede, sondern wo wir es auch in einer größeren Gruppe diskutieren. Das finde ich wichtig. Ja. Ich mache dann Industrie 4.0 dazu. Ja. Gut. Ich glaube, wir müssen langsam. Ansgar? Ich glaube, es sind ja auch keine Fragen mehr aktuell da. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt den Stream. Also erstmal nochmal herzlichen Dank, Uwe Rotermund. Großartiger Vortrag und auch danke für die Fragen und auch die Bereitschaft zu einer folgenden Veranstaltung. Ja. Ich glaube einfach, das ist genau der Bereich, den Piraten immer zusammenbringen wollen, ja. Den praktisch handelnden Menschen und die Leute, die in Politik dann auch wirklich die Rahmenbedingungen entsprechend setzen können, dass sinnvoll handelnde Menschen Gesellschaft weiterentwickeln können. Ja. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die es für uns auch geht. Sieht im Moment nicht ganz optimal aus, aber wenn man mit schlechten Umfragewerten keine Visionen hat, wann dann? Ja. Ich glaube, nach vorne zu schauen und auch positiv nach vorne zu schauen, und ich glaube, der Vortrag hat es gezeigt, es ist noch so viel zu tun. Gerade die Rückfragen und die Zwischenbemerkungen haben mir gezeigt, das Leben aktuell und Gesellschaft aktuell funktioniert anders. Und zwar weit von dieser Idealvorstellung entfernt. Und da ist eine so große Aufgabe. Und ich sehe niemanden außer uns, der das wirklich umsetzen kann, politisch.
Da muss jetzt der Unternehmer nicht. Aber ich sehe das in den Parteien tatsächlich nicht vertreten. Also dazu kenne ich euch noch nicht gut genug, um das, das jetzt zu bestätigen. Aber in den normalen Parteien finde ich das schwach, sehr schwach ausgeprägt. Ja. Der zweite Landesvorstand freut sich. Was soll ich sonst machen? Was soll man sonst machen? Nein, aber ich glaube einfach, es ist extrem wichtig. Und ich würde mich sehr freuen über eine Anschlussveranstaltung. Die Aufzeichnung stellen wir online. Wir stellen die natürlich auch zur Verfügung. Ja. Na, und wir müssen dazu auch nochmal fleißig diskutieren. Einen entsprechenden Arbeitskreis gibt es ja auf Bundesebene, auf Landesebene müssen wir da nochmal ein bisschen Visitenkarten austauschen. Muss auch bis aufs Band. Das Buch hätte ich gerne. Das sind Visitenkarten, kein Geld. Oder? Bitte? Sonst, wenn das Geld... nee. Keins. Das macht man am Telefon. Das macht der Telefon, per Überweisung. Ne? Okay. Ja, prima. Nochmal vielen Dank, Uwe Rotermund. Ja, danke schön.